Zeiten. Ich glaube immer, die Suppen brennt an, hä? Oh! Horsnazi! Sackel, zieh Minzackel! Das ist aber wirklich keine Arbeit für ein Mannsbild. Überhaupt ist das viel zu wenig Suppen für drei ausgewachsene Männer. Dass jetzt die immer weniger wird, werden wir gleich haben. So. Jetzt erlangt's. Ah, schmeckt rein nach gar nichts. Aha. Bisschen Salz, ne? Ja? Jetzt. Was ist für ein anderer? Was für ein anderer? Der Peter. Wenn ich sage der andere, meine ich immer den anderen. Der schaut, ob er in unseren Garten ein bisschen Ordnung reinbringt. Da verwildert er alles. Ja. Nicht nur da. Froh bin ich, wenn die Veronika wieder arbeiten kann. Ja. Geh. Nix. Du, Pauli, ich glaube, dass mit der Veronika auch als Gesunder nicht mehr viel aufgestellt sein wird. Nichts. Schau, jetzt reißt mit ihren 65 Jahren kein Teufel mehr. Was ist denn das? Der legt den nassen Lumpen hier unter den Tisch, da bist du wohl. Das ist eine Ordnung bei uns, dass der Sau graust. Hast du die Betten gemacht? Ja. Na, ist schlecht. Aber mit dem Oberbett von Peter bin ich am Balkon an einem Nagel hängen geblieben. Es liegen die ganzen Federn im Garten rund. Unser Gurkenbeet schaut aus, wie wenn es geschneit hätte. Da wird dir aber der Peter loben, mein Lieber. Naja, soll er selber machen. Wie lange muss denn die Veronika noch liegen? Mindestens noch 8 Tage, hat der Doktor gesagt. Geh. Der Haxen ist ja noch ganz geschwollen. Und was gibt's heute zum Essen? Was wird's denn geben? Brotsuppen und Eier. Ja, das ist immer noch das Einfachste. Nicht? Wenn das so weitergeht mit der Veronika, müssen wir uns noch ein Kochbuch anschaffen. Aha, der Kamillentee ist auch fertig. Du, Fahli, sei so gut und trocken, du nicht zur Veronika, machst dir gleich Umschläge, gell? Ich betrete kein jungfräuliches Gemach. Jetzt wird er nicht so lange rum, weil sonst der Tee wieder kalt wird. Ja, die unangenehmen Arbeiten darf immer ich machen, nicht? Da wärst du nicht gescheiter, wenn es den Kamillentee gleich trinkt. Umschläg, hat der Doktor gesagt. Herrschaftszeiten, du wirst dich doch nicht vor dem alten Weib fürchten. Ein Weib ist in jedem Alter zum Fürchten. Jetzt geh zu und mach schön einen Krankenpfleger, gell? Auf deine Verantwortung. Ja. Geh halt zu. Führe mich nicht in Versuchung. Die Hausarbeit ist wieder gemacht. Ist Essen schon fertig? Das wird nicht mehr lang dauern. Wo ist denn der andere? Was für ein anderer? Der Pauli, der Depp. Du, Peter, gell, so spricht man nicht von seinem Zwillingsbruder. Ist aber auch. Schon aus im Garten. Da liegt mein ganzes Bett in die Gurken. Sämtliche Federn hat er mir auslassen, der Depp. Ja, hat mir schon gesagt, dass er beim Aufbetten an einem Nagel hängen geblieben ist. Bleibst du auch schön liegen, gell, Veronika? Du, sag einmal, wo glaubst denn du, dass ich heute Nacht schlafe? Ha? Fremdenzimmer. Kannst du auch nichts mehr blöd daherreden. Was gibt's denn heute zu essen? Da gibt's mal was anderes. Gott sei Dank.
Die ewige Brotsuppe mit Eier hängt mir schon zum Hals raus. Was gibt's dann? Eier mit Brotsuppe. Wir können ja nichts anderes kochen, uns geht ja eine Frau ab. Ne? Es wird ja gelacht, wenn wir wegen der Bisselkocherei ein Weib hätten. Ja, mein, bis jetzt war immer noch Veronika da. Aber was machen wir, wenn uns die einmal stirbt? Das ohne Veronika auch gehen. Natürlich. Selbstverständlich. Ob's nicht gescheiter wäre, wenn vielleicht einer von euch zwei ans Heiraten denkt? Hm? Ich heirate nicht, das habe ich mir geschworen. Ich hab's zwar nicht geschworen, aber ich heirate trotzdem nicht. Heirat doch du. Natürlich. Selbstverständlich. Ich als der Jüngste kann doch da nicht auf den Hof hier heiraten, gell? Na also, dann sind wir uns ja wieder einmal einig. Ich weiß ganz genau, was wir uns in die Hand nehmen versprochen haben, wie wir seinerzeit vom Vater den Hof übernommen haben. Wir drei Brüder bleiben beieinander, haben wir gesagt, führen den Hof gemeinsam und keiner soll der Herr sein. Na ja, damals hat man auch nicht gedacht, dass die Mutter so schnell stirbt, nicht? Und dass Veronika immer älter wird. Ist, wie es ist. Wenn einer heiratet, dann gibt's da einen Bauern und eine Bäuerin und die anderen zwei sind Knecht. Ich will aber nicht, dass du und der Pauli Knecht seid oder gar weggeht's. Und ich will das Gleiche nicht von euch zwei. Naja, das war auch nur so eine Meinung von mir. Ja. Und schließlich ist mir ja doch aus Fleisch und Blut, nicht? Ja, unser Brüderlein, den Stich der Haber. Naja, der Peter hat schon recht. Du kommst jetzt in die Jahre, wo man... Wo man was? Naja, wo es einen... Das hab ich gespürt, das hat der Peter gespürt, das geht schon wieder vorbei. Du musst nur an den Bibelspruch denken und da gingen ihnen die Augen auf. Wenn du das so betrachtest, dann hast du gleich nur von der Ehe und ihren schrecklichen Folgen. Ja, da seid's. Grüß gut zusammen. Ja, der Antuber. Hast du meine Botschaft gekriegt? Hab ich. Aus Gaudi laufe ich mit 4 Stunden den Berg rauf. Wie rauf. Also, was hast du zum Verkaufen? 2 Ochsen und 3 Kälber. Ich hab schon gesehen im Stall draußen. Möchtest du dafür? 3.700 Mark. Das ist ein wunderschönes Vieh. Ja, 3.700 Mark ist ja ein wunderschönes Geld, nicht? Das geht doch nicht mit mir spazieren, oder? Pass auf. Ich komm die nächste Woche rauf und dann zahl ich dir die 3.400 Mark ausbringen. 3.700 hat der Peter gesagt. Jetzt machen wir es ganz anders. Jetzt zahle ich euch die 3.400 Mark. Jetzt war das aber mal dabei. Nein, das alles ist das 3.600. Sonst können wir ja nicht teilen, da kommen ja Bruchziffern raus. 3.400 zahle ich bar. Also was ist, hä? Du? Was ist? Ja, Stern, Lauten und Hagel, mit der will man nur so stur sein kann. Also gut. 3.600. Aber eine Flasche Inzia, die geht noch rein. Ja, von mir aus. Julianter, die trinken wir aber dann miteinander, gell? Ihr werdet da so Gauner sein. Das muss man schon sein. Wenn man ja mit Gauner zu tun hat. Ja, das musst du sagen. Ja, weil in unserem ganzen Bayernland bist du als Bazi nur bekannt. Also dann, Prost. Prost. Nein, so pressiert's nicht. Ja, mir schon, sonst tragst du zu viel weg. So, Antuber, das Geschäft ist vorbei jetzt. Könntest du uns ein paar Neuigkeiten erzählen, magst du? Es gibt nicht viel. Die Zeiten werden nicht anders. Seid froh, dass ihr noch herum mit dem abgeschlossenen Bergwinkel haust, nichts hört und nichts seht. Da braucht's euch auch nicht ärgern. Da magst du schon recht haben. Ja. Bisschen einspänig. Ist halt euer Leben herum, gell? Ja, das ist nur, bis man's gewohnt ist. Wir sind's gewohnt, gell, Peter? Natürlich. Selbstverständlich. Jetzt sag's mal, hätt von euch drei keine Lust zum Heiraten? Ihr wisst euch eine rassige und eine geldige.
Sind ja zwei. Nein, das ist die gleiche. Eine Wippfrau. Ja. Im Eheleben bewandert. 80.000 Bar. Sie hat ihren Hof verkauft, weil sie allein zu viel war ist und möchte jetzt gerne wo einheiraten. Wäre das nichts für euch? Ha? Haslerin von Wurlbach ist sie. Ha? Keiner schneit. Ich nicht. Ich auch nicht. Ich erst recht nicht. Ja, aber meinen Schnapsweg saufen, gell? Ja, das passt euch. Gell, ihr könnt doch nicht alleweil so weiterleben. Da gehört doch eine Frau rein und die Haslerin, das wäre genau die Richtige. Überlegt es euch. Wisst was? Ich bring bei der nächsten Gelegenheit, bring ich sie rauf. Ja. Das wird kaum einen Zweck kommen. Herrschaft, seid ihr rennt direkt blind durchs Leben. Aber wehe. Ein altes Bibelwort sagt, ne? Und da gingen ihnen die Augen auf. Ja, ihr werdet das so biffen sehen. Jetzt wundert es mich nicht mehr, dass euch im Dorf drunten nur noch die Jünglingsbauern heißen. Ja, sind wir ein Jüngling in unserem Jahr. Ich schon. Ja, ich auch. Du bist ja schon bei deiner Sache nicht ganz sicher, hä? Verweigert die Aussage. Ja, du räudiges Schaf. Also jetzt im Ernst, komm. Ohne Bayern kommt doch der Hof runter. Ihr habt doch keine Ordnung und ihr habt kein geregeltes Leben, nicht wahr? Für was hätten denn dann die Veronika? Ja, was willst du mit deiner Veronika? Ja, die hört und sieht ja bald nicht mehr. Bei der bist du doch keine Stunde sicher, dass du nicht in 3 Tagen die Beerdigung gehen musst, nicht? Du gehst mir noch lang nicht auf die Beerdigung. Du Hammi, du Gottloser. Die Gefälligkeit mach ich dir nicht, dass du da eine junge Hochzeiterin reinkuppeln kannst. Und mir meine Buben nicht verführen. Du Judas, du Hinterkünftiger. Veronika, der Doktor hat ja gesagt, du sollst im Bett liegen bleiben. Ich bleib da. Oh. Komm, setz dich her, bevor du den ganzen Lazarettreif machst. Wie er dem seine Stimme gehört hat, hat es mir schon graust. Aber man gleich denkt, er möchte sich wieder einen Kuppebeutz verdienen. Der Teufel, der Würste. Wir brauchen keine Bayerin da herum, solange ich lebe. Und ich lebe noch lang. Ja, das merkst du. Das glaube ich dir gern, ja. Dich lass dir die Bosheit nicht sterben. Du dich um deine Tiere kümmern, nicht? Und lass meine Burm und die Weiber in Ruhe. Aber gut, wenn man mir hackst, nicht so weh. Veronika, geh heute halt wieder rein in deine Kammer. Du musst schon am Doktor ein bisschen folgen und liegen bleiben. Burm, horcht's nicht auf den seine Ratschläge. Das ist ein ganz ein Feiner. Der ist wie die Schlange im Paradies. Die hat auch nicht ihren Ruhe gegeben, bis der Adam nicht den Apfel gefressen hat. Da war der ganze Frieden beim Teufel. Ja, jetzt geh her. Ja, was hörst du jetzt ein bisschen? Jetzt hat sie meine gewischt. Ja, mein lieber Scholli. Die hat ja ein Maul wie ein zweischneidiges Schwert. Ja, die war immer schon eine scharfe. Siehst du, ja. Thomas, die haben wir uns immer zum Vorbild genommen, verstehst? Und da ist uns die Lust zum Heiraten vergangen. Nein. Es gibt schon andere auch. Ach, das. Also, was ist jetzt? Darf ich die Haslerin bei euch reinschauen lassen? Reinschauen kannst du sie ja lassen. Aber rausschauen wird nicht viel. Nichts verreden. Wie alt ist die überhaupt? Na. Ausgang der 30? Ja. Wie sauber? Sauber? Bildsauber? Ja. Rotblond. Zepf wie ein Arm, so dick und behauptet doch. Peter, das wäre doch unser Tipp, ja. Was? Herrschaftszeit nochmal. Hast du für die Haslocherin noch mehrere Hochzeiten? An jedem Finger. 10! Dann gibst du es Dini. Wir bleiben ewig bei Peter. Natürlich. Der steigt's mir durch den Buckel nach. Also, die Kälber und die Ochsen, die lasse ich morgen holen. Mhm. Dann sind wir fertig miteinander, gell? Ja. Abkaufen tue ich euch nichts mehr, verstanden? Ja, fress mir selber. Ja, wir nur so. Du!
Da redet man am besten gar nicht mehr weiter. Jetzt stinkt er ihm. Jetzt hat er seinen Schnaps stehen lassen. Vorsicht ist die Mutter der Weisheit. Meinst du, er kommt noch mal? Ja, was weiß man, mein Lieber. So. Also, gell, nicht vergessen, die nächste Woche, da komme ich dann mit der Haslerin rauf. Dann reden wir weiter, gell? Wir werden schon einig. Da habe ich gar keine Angst. Und übers Jahr ist sie da herum, Bäuerin. Mach ich jede mit. Also, servus, Bäuerin. Ein Türme! Ja? Geh, komm noch mal rein. Hab's gleich schon was überlegt, gell? Na, wir wollten dir nur sagen, dass die Schnapsflaschen leer ist. Das Hirsch, das Dammische, das Deppen ist prämiert. Also die nächste Woche, Freunde. Er lasst nicht aus mit seiner Witfrau. Ja. Gerade auf uns hätte er es abgesehen. Ja. So ist er jetzt endlich fort. Ja, aber nächste Woche kommt er wieder. Mit unserer zukünftigen. Auge. Du, mal essen ist gescheiter. Ja, du hast recht. Kannst du nicht warten, bis der Tisch gedeckt ist? Ja. Wieder. Ja, Schaufzeiten. Eier und Brot suchen, mir hängst du zu die Ohren aus. Mein Lieber. Werden die Eier überhaupt gekocht? Ich? Warum? Die sind ja steinhart. Du weißt doch ganz genau, dass ich keine harten Eier mag. Und du bin nicht dafür, wenn die nicht weich werden? Ich hab's eine ganze Stunde kochen lassen. Du bist schon ein Haupttrottel. Heirat doch die Haslocherin, vielleicht kann die weiche Eier kochen. Ha? Dass jetzt auf einmal so finster wird. Der Gewitter kommt. Ich mache ein Licht. Ist auch höchste Zeit, dass wieder mal regnet. Ja. Das wird aber scharf so. Ja. Ganz schwefelgelb hängt's drum. Peter? Ja, was willst du, Veronika? Da schreit wo ein kleines Kind. Was schreit? Ein kleines Kind? Hey, du spinnst ja. Die fantasiert wieder. Ja. Was heißt denn, Veronika? Ist der schlecht? Habt ihr das Kind ein kleines Kind? Woge, wo soll denn da jetzt auf einmal ein Kind herkommen? Lass ich schlafen, Veronika, gut nach. Ob die fiebert? Mir kommt jetzt die auf die Schnapsidee mit dem kleinen Kind. He? Oh. Mein lieber Freund, jetzt kommt's aber nachher. Mhm. Wenn's nur nicht hagelt. Was ist denn das? Ja, du, das hört sich wirklich so an, wie wenn ein kleines Kind schreit. Ein Blödsinn. Vielleicht war es Katz. Freilich schreit da irgendwo ein kleines Kind. Hörst du das nicht? Ich schau doch mal hinaus. Ich glaube, die Veronika hat uns alle drei angesteckt mit ihrer Fantasie. Jetzt haben wir es ja ganz deutlich gehört. Nichts haben wir gehört. Haben wir nichts gehört, damit du recht hast. Wie soll denn zu uns auf ein Kind kommen? Vielleicht hat es der Storch verloren. Schaut's, was ich hab! Jawohl. Was ist denn das? Ein kleines Kind. Wow! Ja. Wo hast du denn das her? In der Mutter Gottes Nischen draußen ist gegen bei uns. Haben wir doch recht gehört. Ja. Schau, wie lieb das Kind ist.
ganz schwarze Eigerl hat. Siehst du das? Oh, oh, oh. Das ist ein Let's Make. Ja. Ja, das ist ja du. Der mit Kitschi Kitschi macht. Hey, komm, komm, das ist doch keine Fackel, was man am Bauch kitzelt. Ganz, ganz. Jetzt hat's gelacht, bis mich gesehen hat. Ja. Was soll nicht glauben, wie gescheit so ein Kind ist, gell? Ja. Ja, wie heißt denn du, ha? Wie heißt denn du, ha? Peter, so ein Kind kann doch noch nicht reden. Mein so armes Haschel. Ja, wo kommst denn du bloß her? Der fragt immer das Kind. Du schau, da ist ein Brief drin. Nein. Ich hab meine Brille nicht da. Lies schnell, Juliander. Ja, du liest mit der Brille auch langsam. Oh. Barmherzige Menschen, persönliche Umstände zwingen mich, mein Kind langsam, wegzugeben. Langsam, langsam, sonst kommt der Peter nicht mit. Ich glaube, zu Füßen eurer Mutter Gottes wird es nicht lang ausgesetzt sein. Und ich hoffe, dass in diesem Haus gute Menschen wohnen. Und ich hoffe, der Bub hat es bei euch besser wie bei mir. Gottes Dank und Segen über euch. Ach, ein Bub ist das mal. Also sowas Gemeins von einer Mutter, einfach das Kind aussetzen. Ja. Der Bub ist jetzt sein ganzes Leben lang ein Dings, wie sagt man da? Ein Findelkind. Ja. Peter, das musst du merken, wenn jemand wo ein Kindl findet, so nennt man das ein Findelkind. Ja, 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 ja. Na, nicht weinerli, nicht weinerli. Du darfst das nicht so schütteln. Ihr könnt mit Kindern nicht umgehen. Ja, aber du! Ja, du hast mir her, komm. Hunger wird er heute haben. Ja, wahrscheinlich, nicht wahr? Also ein Kind braucht auch was zu essen. Eben. Ja, was magst du denn, Bubi, ha? Ein Schweinsbraten mit Knödel. Herrschaft, kommt der Saut um Frauen. No. So ein Kind braucht doch etwas Leichtes. Ja. Zum Beispiel ein Ei, da nimm's einmal, komm. Da haben wir schon eins. Du wirst ihm doch nicht das harte Ei geben. Habt ihr noch nie was gehört davon, dass so ein kleines Kind eine Milch kriegt? Eine Milch, also. Ja. Ja. Da haben wir ja einen am Herd. Also keine Flaschen, keinen Schnuller. Wir haben auch schon gar nichts. Geben wir es ihm halt mit dem Löffel. Herrschaft, setz euch doch nicht gar so dumm. Julian, da komm her. Ich werde doch gelacht, wenn wir das nicht fertig bringen, nicht? Muss ich entschuldigen, dass wir die nicht vorschriftsmäßig bewirten können, ja. Wir waren ja nicht vorbereitet auf dich, gell? Ja. So, mach dein Schnabel auf. Aber warte ein bisschen, probier doch zuerst, ob es nicht heiß ist. Ach so. Ja. Ja, was ist? Ja, ich weiß nicht. Probier du einmal, Peter. Ja, was ist denn? Ja, ich weiß auch nicht. Ja. Genau richtig. Komm schon. Na, also Gott sei Dank. Sonst hätten wir das Haferl bald ausgelegt. Ja. Mit lauter probieren. Ja. Jetzt komm. Jetzt gibt's was Feind. Ja. So, jetzt sag ich wo. Na, zieht er doch nicht so hin. Du schützt das ja übers Gesicht drüber. Ich hab noch nie ein Kind gefuttert, nicht wahr? Das ist ja. Schau, schau. Wie ein Zutzel, gell? Ja. Das war Zutzel, wenn du Hunger hast. Ja. Ja, ja, ist das. So, ich seh den Schnabel auf. Du, ein Strampelnder, der, ja. Weißt du das? Mit dem er bedient hat er. Ja, aber das Rotznasel, das müssen wir ein bisschen weg. Ja. So. Seid ihr nicht so grob? Naja, weil der Milch aber hängen bleibt. Ja. Was ist der? Wenn der so weiter ist, dann darf man noch ein paar Liter Milch warm machen. Oh, der Lach jetzt, ja? Ja. Und so schön Trätschel in der, da. Hm? Jetzt mag ich nicht mehr. Na, ja, jetzt bleibt es wieder raus. Naja, sind so ein kleines Wasser geht auch nicht so viel rein, ja. Wie in unseren, gell? Ja. Ich brauche jetzt nicht mehr rein. Ja, was willst du denn? Jetzt schreit das kleine Kind schon wieder. Ja, das wissen wir schon. Ja, wo ist denn? Da heraus bei uns in der Stube. Was? Hab ich recht gehört? Genau. Schau. Marrend Josef. Ja, wo kommt denn das her? Ja, ausgesetzt hat's eine. In unserer Mutter Gottes Nischen hab ich's gefunden. So was. Ja, was wollt ihr jetzt machen? Wir können doch das Kind nicht abhalten. Na, das geht nicht gut. Weil uns die Ernährungsmöglichkeiten fehlen, ne? Wir drei können nicht stillen. Und bei dir wird das Gleiche sein.
meinem Alter keine fremden Kinder nicht auf. Das wäre sowas. Tag und Nacht keine Ruhe. Ja, mehr auf die Straße können wir es nicht wieder auslegen. Ja, geht jetzt ganz einfach mit dem Kind zum Herrn Pfarrer runter. Der wird nachher schon sorgen dafür. Ich hab noch nie ein Kind aufgezogen und ich versteh's nicht und ich will's auch gar nicht lernen. Traurig nur von einer so einer Mutter, wenn sie ihr Kind ganz einfach hergibt und andere sollen da drunter leiden. Pfui Teufel! Du hättest eine barmherzige Schwester werden sollen. Jetzt geheirat! Da wäre jetzt jemand da zum Kinder aufziehen. Ich bin nicht die geeignete Person. Im Dorf wird sich schon jemand finden, der mehr Zeit hat als wir mir da herum. Gute Nacht. Über die hat vielleicht Haar auf die Zehen. Und so wird jedes Weib im Laufe der Jahrzehnte. Ja, ja. Aber was geschieht jetzt? Na, vorerst bleibt das Kind einmal da, nicht? Ach da, schau her, der Jüngste fühlt sich schon als Vater verpflichtet, ja, bitte, ich hab das Kind gefunden, also geht's nach mir und nicht nach der Veronika. Öha, da haben wir auch noch ein Wertel mitzureden. Mein Lieber, wir sind Brüder, gell, da wird der Fund geteilt. Die Veronika hat ganz recht, ich gehe morgen zum Herrn Pfarrer runter und erzähle ihm die ganze Geschichte. Ja, und was meinst du, was der Pfarrer mit dem Kind macht? Ja, mei. Auf Gemeindekosten wird er halt eine Pflegestelle suchen. Meinst du? Wenn er es nicht gar in einer Waisenhaus gibt, du. Ja, wie gut, dass er schlaft. Ein Glück, dass er noch nichts versteht, wie da um sein Leben verhandelt wird. Ja. Du, Pauli. Es wäre doch schade, wenn der Bub in einer Waisenhaus misst. Ja, ja, das wäre mal ein strammer Kerl, mein Lieber. Den sehe ich von mir in 20 Jahren, mein Lieber, mit den kohlrahmen schwarzen Augen. Dem werden die Malen nachsausen wie der Teufel hinter einer armen Seele. Kein Wutschi, Bali, du. Weg mit deinem Schnupftabak. Weck ihn doch nicht auf. Du, wenn wir jetzt das Kindl behalten könnten. Das können wir aber nicht. Ja, ausgeschlossen. Oder? Ich meine nur, wenn wir es behalten könnten, dann... Was dann? Dann müsste der Bub Juliander heißen. Nein, was ist der für ein Grau draus nimmt? Da schau her. Pauli. Peter. Naja, also dann Juliander, Peter und Pauli. Pass auf, wenn du morgen zum Herrn Pfarrer runtergehst, dann sagst du ihm, wir lassen das Kind auf Juliander, Peter und Pauli taufen. Hm? Und wir drei machen die Taufpaten. Ne? Und das richtig und bei anständigen Leuten aufgezogen wird, dafür sorgen wir auch noch. Dann haben wir wenigstens unser Möglichstes getan. Hm. Ich sag's dir recht. Natürlich. Selbstverständlich. Die wird fein.
Da werden schauen, meine Brüder. Veronika! Ja? Was soll ich jetzt zu dieser Kartoffelsuppe noch dazu machen? Nix. Das ist das Einfachste. Ja, und was kriegt der Kleine? Dem kommst der Mehlmus. Ein Mehlmus? Oh, verrückt. Ja, wie macht man denn das? Da nimmst du ein bisschen Mehl, eine Milch, einen Zucker und verkochst es miteinander. Das wird mir zu viel, das muss ich mal aufschreiben. Wie war das, Veronika? Ein Mehl? Ein Mehl, eine Milch. Mehl, eine Milch. Ein Zucker. Milch und Zucker. Miteinander verkochen. Miteinander verkochen. Und wie lang? 10 Minuten. 10 Minuten. Also, werden wir schon zusammenbringen. Und was willst du zum Essen? Nix. Für dich koche ich am liebsten. Also, jetzt haben wir einmal ein Mehl. Mehl. Zucker, da haben wir. Ah. Da hat jetzt das Rindfisch wieder die Erbsen. Ey. Mein der Peter, das ist was. Lass ich drin, die kochen auch mit. Na, wo hat denn der Zucker wieder? Grieß vielleicht da. Ja. Da. Lass mal schön verkochen. Dann kriegen wir da schön zum Musel für den Prinzen, gell? Ja, jetzt sei nur ruhig, komm, sei nur ruhig, komm, ja. Du kriegst den Muserli schon, schau. Du bist ja brav, Wacki, gell? In 10 Minuten haben wir die Staatsmahlzeit fertig. Ja, jetzt sei nur ruhig, Jo, komm, schlaf, Kindlein, schlaf. Dein Vater ist ein Schaf. Weil ihm der Weg zur Wahrheit war. Ich glaube, ihr wollt das Kind nicht hergeben. Dass das geht, ist gar nichts an. Sag einmal, Spitzen. Ja, was soll denn diese blödsinnige Singerei bedeuten? Bleib, geh nicht so nah her, sonst erschrickt das Kind. Ausschauen tut's da herin, ausschauen. Natürlich, weil ich mich ja nicht rühren kann mit dem Malefizax. Und da führt der Teufel ausgerechnet dieses Kind auch noch her. Schau, Veronika, vielleicht ist mit dem Kind sogar der Segen Gottes ins Haus gekommen. Der möchte schon wissen, wie. Ja, das ist im Segen Gottes seine Sache. Hier geht's ja nur darum, dass du deine Ruhe hast. Nein, das komm, ich kenn dich doch. Um komm. Das geht's mir nicht, um die Ruhe, aber das musst du doch verstehen. In meinem Alter und bei meiner Gesundheit ist doch Kinder aufziehen kein Geschäft nimmer. Ja, wenn ich noch jünger wäre, nicht? Ja, jetzt sei nur ruhig, du kriegst den Museli schon. Du kriegst den Museli schon. Trockenlegen wird er brauchen. Nein. Das habt ihr nicht. Ja, aber Veronika, mach die Augen zu. Der Buh ist männlichen Geschlechts. Schande. Teufel, du wirst da. Hätte ich die Jungfrau bald beleidigt. Ich bin neugierig, wann das Mus ein Mus wird. Grüß dich, Gott, Pauli. Grüß dich, Juliander. Was macht denn unser Kleiner? Der wird gerade von der Veronika trockengelegt. Auwe. Das müssen wir auch noch lernen, du. Ja. Ich lass mir nächste Woche von der Hebamme einen Unterricht geben.
das kann was werden. Na, warum? Wo noch der Peter den ganzen Nachmittag ausbleibt, hä? Es ist schon 4 und der ist noch nicht da. Ja, wird halt der Herr Pfarrer nicht gleich parat gewesen sein. Ja. So, habt ihr jetzt euren Prinzen wieder? Ich hab ihn aus einem Leintuch Windeln geschnitten. Ja, Bierwel. Ja, sag mal, wie geht's dir denn, hä? Wie gefällt's dir denn bei uns da? Ja, dem gefällt's gut. Bis jetzt hat er noch nichts gesagt, das ihm nicht gefällt. Ich hab euch immer noch in dem Verdacht, dass ihr das Kind abhalten wollt. Hat einer vielleicht gleich gar im Sinn, die Haslocherin zu heiraten, die wo der Anthuber bringen will, hä? Alles zwingt dem Kind. Komm, treff dich, Veronika. Wir heiraten weder die Haslocherin noch eine andere. Ja, und für den Buben suchen wir einen schönen Pflegplatz. So haben wir es gestern ausgemacht, gell? Ja. Wirklich? Ja, wirklich und wahrhaftig. Na, bin ich schon froh. Ich hab schon Angst gehabt, ich müsste vielleicht wegen einer jungen Bäuerin aus dem Haus. Ja. Wäre schon hart für mich, nach 40 Jahren noch mal unter fremde Leute. Ja, Veronika, das gab's doch selber nicht. Ja. Unser Herrgott wird schon recht machen. Ja, leg dich noch rein ins Bett. Alte, lass mit dir trompeten. Also ich glaube, dass die vor den Weibern mehr Angst hat als bei mir. Na ja, jetzt ist sie ja friedsam. Aber früher war die ganz schön recht, mein Lieber. Ja? Die, wenn der Herr Bäuerin wohnen wäre, dürften wir nur noch nach Kommando schlafen und essen. Ja? Komm mal her. Ich hab da in dem Korb ein paar Kissen reingelegt, damit der Kleine nicht allerweil so umeinander liegt. Dankeschön, Veronika. Ja, das sind ja ganz neue Töne von der Biskun. Ja, was? Jetzt hier. Ja, jetzt aber auch ein schönes Bettchen. Ja, da legt sie da unten gleich selber rein. Hä? Der Schlaf. So. So. Was gibt's denn heute überhaupt zu essen? Oh, heute gibt's was Feines. Ja? Heute wird's schlecken, mein Lieber. Ja. Okay. Das ist einmal eine anbrennende Kartoffelsuppe. Wieso anbrennt? Ja, weil man es riecht. Ja, die muss ja so riechen. So. Ja, Pauli! Hast du heute zur Feier des Tages gleich gar einen Kuchen gemacht? Hä? Wo? So? Okay, da ist doch das Mehlmus drin vom Kleinen. Der Pauli, unser Chefkoch. Was? Schau her, dein Mehlmus schaut aus wie ein Kugelhupf. Ich muss aber gleich denken, dass das nichts wird. Ja, was geben wir jetzt da dem Kleinen, wenn der aufwacht? Oh, muss halt Veronika was kochen. Ach, hör mal doch mit der auf, der hat ja keine Ahnung vom Kochen. Von der stammt ja das Rezept. Puh, grüß Gott. Na, bist jetzt endlich da. Grüß dich. Hast du was ausgelegt beim Herrn Pfarrer? Ja. Ja, was denn, so red doch schon. Na, hinsetzen werde ich mich noch dürfen, oder? Ja, jetzt sitzt und jetzt red. Ja, also... Der Herr Pfarrer hat sich die ganze Geschichte angehört und dann hat er mir einen guten Rat gegeben. Ja, was für einen? Den da. Grüß Gott, Bernhard. No, hat's euch jetzt die Rede verschlagen? Grüß Gott. Wer bist denn du? Habt ihr es doch gerade gehört? Ich bin der gute Rat vom Herrn Pfarrer. No, was ist denn mit dir? Bringst du nicht einmal ein Grüß Gott raus? Geh weiter, gib mir doch einmal deine Hand. So ist recht. Hoffentlich werden wir gut Freund miteinander. Wir zwei? Ah, wir vier. Wer ist denn der Bauer von euch? Alle drei. Ach so. Hoffentlich ist er auch recht, dass mich dein Bruder eingestellt hat. Ja. Ja, wir werden uns schon verstehen. Wo ist denn meine Kammer? Da. Ist recht, dann ziehe ich mich gleich um, damit ich heute noch ein bisschen was arbeiten kann. Aber das ist die Hauptsache, die habe ich bald vergessen. Wo ist denn der Kleine? Da. Der schlaft. Oh mein, ist der lieb. Den nehme ich gleich mit. Und wenn er aufwacht, dann tun wir ihn baden und frisch anziehen. Ich glaube, der braucht's. Na, was sagst du jetzt dazu? Dass wir vergessen haben, das Kind zu baden. Okay. Ich meine doch die Dirnen. Ach so. Ja,
Da. Dankeschön. Schachtelhuber. Na, wenn sie schon das Kind tragt, nicht? Wie bist du überhaupt zu dir gekommen? Beim Herrn Pfarrer? Er möchte uns nicht einmal die Expedition von vorn erzählen. Lass dir doch nicht jedes Wort draus betteln. Also, der Herr Pfarrer hat sich die Geschichte von unserem Pindelkind angehört. Und dann hat er gesagt, das nächste Waisenhaus ist in der Stadt drin. Mhm. Aber da wollen wir es doch lieber nicht hingeben. Und wenn schon eine Pflegestelle, warum denn nicht bei euch? Ihr seid wohlhabend, habt einen großen Hof, viel Platz. Ja, redet sie leicht. Und für die Arbeit, da nehmt ihr euch noch eine junge Magde, die das auch brauchen. Und wer zahlt die? Na, mir. Ach so. Dann hat er gesagt, er wisst doch ein anständiges Mädel, die zu uns passt und ihren Platz sucht. Dann hat er mich auch gleich hingeführt dazu und die Marlene ist auch gleich mitgegangen. Was für Marlene? Da, deine Kofferherrschaft. Und dann haben wir noch Kindswaschen und alles Mögliche eingekauft. Haben über das Adoptieren und über das Taufen geredet und bis ich mir das recht überlegt habe, war ich mit der Tieren schon den halben Berg heroben. Ja, geistig warst du nie sehr schnell. Jetzt ist schon so, wie es ist. Da lässt sich nichts mehr ändern. Peter, ich glaube, es war schon recht so, wie du es gemacht hast. Natürlich. Selbstverständlich. Und für die Marlins sind wir alle drei die Herren. Wir geben uns nicht ab damit, reden nur, was notwendig ist, dann kommt auch keiner in einen falschen Verdacht. Und in keine eventuelle Versuchung. Hätte es vielleicht auf mich? Na, auf uns drei. Schaut's, was ich eingekauft hab. Der Herr Pfarrer wird es heute kaufen. Genau das bedeutet. Herr Rubert! Ja, sag's mir einmal, ja, wer ist denn auf diese verrückte Idee gekommen? Der Herr Pfarrer. Ja, und das freut ihn noch. Ja, das freut uns alle drei. Herr Rubert! Ja, wer soll denn das Kind aufziehen? Ich nicht. Ich auch nicht. Ich erst recht nicht. Ich schon gleich gar nicht. Sag mal, seid ihr denn jetzt alle miteinander verrückt? Ja, mir muss die Temperatur ja nicht messen. Ja, du sag einmal, hast denn du dem Herrn Pfarrer nicht gesagt, dass das da bei uns herum nicht geht? Freilich habe ich es ihm gesagt und dann hat er mir den guten Rat gegeben. Es ist auch sauber, ein guter Rat. Ja, der ist sauber. Den schätze ich auf 25 Jahre. Der Pfarrer ist halt auch ein Mann, der vom Kind dahinter und vorne nichts versteht. Na, eher nicht. Aber sein guter Rat. So, jetzt bin ich gericht zum Arbeiten. Ja, ja, aber was ist denn jetzt das? Ich sage das zum letzten Mal, das ist der gute Rat vom Herrn Pfarrer. Den hätte auch was Gescheites helfen. Grüß dich Gott, bist du die Haushälterin? Ja, bis jetzt bin ich es wenigstens gewesen. Ich bin die neue Kindsmagd und ich glaube, wir zwei werden uns schon vertrauen. Meinst? Ich mein schon. Aber jetzt muss ich für den kleinen Musal kochen. Wo ist denn bei euch Mehl, Milch und Zucker? Ja, das musst du schon selber suchen. Ich hab mir meine Sachen auch zusammensuchen müssen, wie ich seinerzeit auf den Hof hergekommen bin. Na, gerade extra freundlich bist du nicht. Das ist meine Sache. Bum! Bleibt standhaft. Vater hat euch einen schlechten, guten Rat gegeben. Mehr sag ich euch nicht. Lausturm! Was hat sie denn? Ja, mein. Weißt du, es ist halt alles ein bisschen ungewohnt für sie.
Nicht jetzt ewig lang hausen wir jetzt da zu viert herum und auf einmal kommt über Nacht ein Kind und ein Magd. Und ein bisschen weibscheu seid ihr auch. Oh, wer sagt denn das? Das ganze Dorf drunten sagt's. Aber vor mir braucht's keine Angst haben. Ich versorge euch das Hauswesen wie eine Schwester und das Kind wie eine Mutter. Ja, ja. Mhm. Na, jetzt glaube ich, wird's Zeit, dass wir essen. Hä? Ja. Ich habe einen Hunger. Ja, was ist denn das für eine Wirtschaft? So ein Sauerstoff. Das ist Veronika, haben wir vergessen. Halt ab. Ja, was ist denn jetzt das? Das sind wir so gewöhnt. Aber nicht bei mir. So was habt ihr denn, Teller? Ja, eigentlich hat's recht, hä? Die Suppe ist prima. Wir haben die gekocht. Ich? Weil der Veronika alles gesagt hat, was nein du sollst. Nein, Hammel. Naja, morgen schaut da schon alles anders aus. Das werde ich schon sagen. Was soll denn anders werden? Alles. Die Stumm, das Haus, der Garten und ihr. Wir sollen auch geputzt werden. Natürlich. Ihr seid doch drei saubere Mannsbilder und schaut schlimmer aus wie die Holzknecht. Nicht rasiert, nicht frisiert. Am Kopf wie die ordinärsten Rum. Oh. Na mei, bei so viel Arbeit haben wir halt keine Zeit gefunden für sowas. Für sowas findet man immer Zeit, wie man will. Jesus, da fällt mir was ein. Ich weiß ja noch gar nicht, wie es hier drei heißt. Ich kann doch nicht zu jedem Bauer sagen. Ich bin der Pauli, das ist der Peter und das ist der Juliander. Aha. Also das ist der Juliander und du bist der Peter und du bist der Pauli. Nein, ich bin der Pauli, das ist der Peter und das ist der Ander. Also der Juliander ist ja gar nicht zum Verwechseln. Aber bei euch zwei muss ich aufpassen. Ihr schaut euch runtergerissen gleich. Ja, die sind ja auch Zwillinge, weißt du? Aber geistig bin ich ihm überlegen. Ach so. Jetzt kenne ich mich langsam aus. Ah, aber jetzt muss ich der Veronika wenigstens auch noch einen Teller Suppen bringen. Das uns verhungert. Die ist gut. Ich meine, vielleicht, dass wir uns da rasieren und frisieren, was? Also ganz ehrlich gesagt, besonders schön schauen wir nicht aus. Wegen dir enden wir uns nimmer. Wir sollen einen Hof putzen und Stuben und sollen uns in Ruhe lassen. Das heißt, die Haare könnten wir ja mal wieder schneiden lassen. Ne? Du, Pauli, wo ist denn eigentlich unser Rasiermesser? Ich glaube, kein Gott, ich wollte es euch wegen dir schön machen. Jetzt ist die kaum zwei Stunden da und schon folgt sie wie die dressierten Hunde. Mir. Was machst du? Bin mit Haar immer so ins Gesicht reinhängen. Ja, was? Natürlich. Ja, selbstverständlich. Ich werde nicht glauben, ich bin so blödsinnig,
und frisiere mich wegen der jungen Larven da. Akkurat das glaube ich. Du, gell? So, die Veronika ist jetzt auch ganz brav. Jetzt kommt als letzter der junge Haldenecker dran. War die Veronika recht grantig? Ach, ich werde schon zutraulicher. Und wenn sie erst wieder gesund ist, dann werden wir zwei uns die Arbeit schon einteilen. Hast du eine Ahnung, wenn die gesund ist, dann geht die Pinzerei wieder los. Dann schimpft die wieder von der Früh bis auf Nacht. Ja, dafür bin ich umso lustiger. Nachher gleicht sie die Geschichte wieder aus. Ja, hoffentlich. Ganz gewiss, Pauli. Wir machen es uns schon gemütlich. Wirklich? Verlass dich drauf, Pauli. Du gehst ihn hin? Ach, und der Peter. Der ist immer so grimmig und macht so ein finsteres Gesicht. Das ist meine Natur. Da lasse ich nichts ändern. Oh, das glaube ich noch lange nicht. Wie wir es besser zusammengewöhnt sind. Und das Kind ist ein bisschen größer. Und wir sitzen abends beieinander und verzeihen Geschichten. Und ihr trinkt ein Glas Wein. Ich meine, da wird auch der Peter lachen. Meinst du? Ja, ich meine schon. Da werden wir eine lustige Familie sein. Drei Brüder, eine Schwester und eine Mutter fürs Kind. Ja, ja. Freilich. Susanna, willst du also für unsere Schwester sein und fürs Kind der Mutter? Ja, das will ich. Und ich glaube, ihr werdet schon zufrieden sein. Hoffentlich. Was schaust mich denn so an, Julianne? Ach, weil da alles so flink von der Hand geht. Warum? Bist du kein Flinker? Ja, bei uns am Hof darf man sich bei der Arbeit auch nicht umschauen. Wir sind drei Brüder und dafür ist der Hof ein bisschen groß, weißt? Und recht einsam ist er auch. Vier Stunden geht man heute rauf. Nunter geht's schneller. Ich hab dich überhaupt noch nie im Dorf gesehen. Ja, bei uns geht immer nur einer, wenn wir was brauchen. Ich war schon ein ganzes Jahr lang nicht mehr drin. Aber auf Kirchweih, da gehen wir alle miteinander runter. Du, der Peter, der Pauli und ich. Magst? Kann schon sein. Ja, du musst dich natürlich ein bisschen sauber herrichten. Du, da werden die Mädeln im Dorf die Köpfe zusammenstecken und werden duscheln, was für ein fesches Mannsbild da herum am Berg gibt. Kann schon sein. Du glaubst, dass deine Brüder mal mit mir tanzen auf der Kirchweih? Kann schon sein. Und du? Willst du nachher du mal mit mir tanzen? Kann schon sein. Kann schon sein. So. Ja. So. Das ist ja das Musel fertig. Ich muss jetzt zum Jüngsten. Braucht auch eine Unterhaltung. Ich muss mit Rasiermesser hinkommen. Dabei trocknet er mir der Schaum ein. Oh, 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 oh.
Frechling! Verräter! Ich hätte nicht geglaubt, dass du so ein Hinterkünftiger bist. Und alles wegen dieser jungen Larven, was? Und du nachher? Bist du vielleicht nicht aufs Rasieren aus, du Bruder, du Garfänger, du, hä? Bei mir ist das was anderes. Ich hab's Rasieren schon immer im Sinn gehabt. Aber bei dir sind das revolutionäre Liebesgedanken, verstehst? Ja, gut, ich bin der Jüngere, ich räume das Feld. Kannst du sie heiraten? So ein Schmarrn. Ja. Ich denk so wenig ans Heiraten wie du. Wollen wir's denn noch rasieren wollen? Das ist der pure Zufall. Ich hab mich halt sowieso rasiert. Ja, gute Ausrede ist drei Tale wert. Will ich was sagen? Ob du deine Drahtmatratzen im Gesicht hast oder nicht, wegen dem hast du keine Aussichten. Du nicht. Jedenfalls sind wir bis jetzt nur eingeseift und noch lange nicht rasiert. Wenn ich das Rasiermesser nicht finde. Ist nicht da drin? Eben nicht. Du, vielleicht hat der Juliander. Du wirst doch nicht sagen wollen, dass ich dir auch rasiert? Also das wäre der reine Treuebruch. Rasierst du doch nicht mehr? Nein. Damit du nicht glaubst, ich mach's wegen dir da. Damit du das nicht von mir glaubst, schließe ich mich an. Peter, wir zwei bleiben die Alten. Natürlich. Selbstverständlich. So, jetzt hat die ganze Familie gegessen. Jetzt machen wir da herin noch ein bisschen Ordnung. Wir tun schon nicht. Ach, ihr Bütchen, ich möchte jetzt nicht weggehen im Fall der Kleine schreit. Wer holt mir denn einen Eimer Wasser? Hol doch's Wasser, hol's doch. Komm, komm, komm. Warst du immer galant zu den Frauen? Bütchen. Natürlich. Selbstverständlich. Bring dich. Das ist nett vom Peter, gell? Sir. Ja, wo er als Ältester doch eigentlich der Bauer ist, ne? Der Bauer kam eine Viertelstunde vor mir auf der Welt. Aber mit den Frauen, da hat er schämen können, der. Ah, das hätte man nicht gedacht. Ja. Der macht so einen stillen Eindruck. Aha, das ist vielleicht so ein Tuckmauser, der. Warum hat er denn nicht geheiratet? Zu hoch hinaus. Seit er mit der Faschingsprinzessin von Schneißl reittanzt hat, ist ihm keine mehr fein genug. Ah, danke schön, Peter. Morgen mache ich schon alles selber. Heute bin ich halt nur ein bisschen fremd am Hof. Ach, Jäger, jetzt brauche ich noch was. Ein paar Scheitel Holz. Hast du nicht gehört? Hast du nicht gehört? Komm. Ja, wenn ich gerade bei der Nacht der Milch warm machen müsste, gell, Pauli? Ich bin ein arger Blattgeist. Ah! Geh weiter, Paul, ich schau nicht so lang. Da bist du früher auch immer gleich gelaufen, wenn der Jungsmeidl was angeschafft hat. Geh weiter, komm. Das geht doch nicht so. Schau, zeig doch mal. Dich, der gemeine Kerl. Ich hol's schon. Ihr seid aber wirklich sehr gefällig. Vor allem der Pauli. Den kannst du mitten bei der Nacht aufwecken, dann lauft er dir stundenweit. Vorausgesetzt, dass ein Jungsmeidl im Spiel ist. Geh. Okay. Das hätte ihn dann Pauli gar nicht vermutet. Warum hat er denn nicht geheiratet? Der hat sich die Händel schon abgestoßen. Das ist ein ganzer Trocknis. Ah, danke schön, Pauli. Du, morgen koche ich euch was extra Gutes. Was soll es denn sein? Ja, ich möchte am liebsten. Mir ist gleich. Mir auch. Und der Juliander? Der ist das Gleiche. Ihr seid's gut. Naja, ich werde es schon erraten. Wer ist das jetzt weinender? Ja, sei doch stark, Bubeli. Ich bin ja schon da. Ich komm gleich wieder. Ab morgen kannst du jeden Tag Wasser tragen. Und du Holz holen. Du musst dich aber schön rasieren, sonst machst du keinen guten Eindruck. Na, da wird's mir jetzt schon zu dunkel. Ach so. Aber der, da muss was, da den Ding da leiden. Erst mal ein Herzl losgehen. Aber der, da los, hast du den Ding. Ja, verrückt. Rasiert, gekämmt, geschneuzt. Die Hufe ausgekratzt.
Brauchen der Herr vielleicht noch einen Fingernagellack? Dass sich der Gnaden überhaupt noch hereintrauen zu uns ohne Stöhlkragen. Seinen Schnurrbart hat er zusammengestutzt, dass wir so ein Filmmensch. Ja. Kann man ja schließlich keinen Vollbart wachsen lassen, ne? Dass du nicht gleich ganz weggeschnitten hast. Ja, der kennt halt das Sprichwort, ein Kuss ohne Bart schmeckt wie eine Suppe ohne Salz. Ja, ja, ja. Drum haben wir das Rasiermesser nicht gefunden. Ja, ja, ja. Zu was hättest du denn das Rasiermesser braucht? Rasieren wollten wir uns. Was? Wollten wir uns nicht, der Peter wollte die Hühneraugen schneiden. Ja. Das glaubt mir Seligkeit. Haben also meine Brüder genau das Gleiche vorgehabt. Bloß ein bisschen spät, Dommelidell. So. Jetzt schlaft er wieder. Soll ich ihm eine hineinhauen? Natürlich, selbstverständlich. Ja, Juliander, wie schaust denn du aus? Du bist ja gar nicht mehr zum Kennen. Prima. Das hätte ich mir gar nicht gedacht, dass du so ein sauberes Mannsbild bist. Ja, mei. Wenn ich mir vorstelle, dass ich einmal so einem struppigen und unrasierten Mannsbild ein Puzzle geben soll, dann schüttelt es mich gleich nur. Du bist ja der Kreislichste. Oh. Ja. Wenn du jetzt die Dirndl im Dorf tut zu singen, dann hast du bald eine Hochzeiterin. Nein, das pressiert nicht so. Ja, ja. Wenn einmal die richtige kommt, dann glaube ich, bist du auch keiner von den Langsamsten. Okay. Man sieht ja gar nichts mehr. Geh, macht's doch einmal ein Licht. Einmal anrufen. Jetzt hält sich aber bald der Ring. Ich schütze dir nicht danach, oder nicht? Wir machen mir eh das. Jetzt setz doch nicht so laut. Weckt's mir doch einen Buben auf. Ja, ich glaube, ich gehe danach ins Bett. Man gibt's viel Arbeit. Gute Nacht, Benno. Gute Nacht, Marilyn. Geh mal schlafen. Ja, von mir aus. Von mir aus. Geh mal ins Bett. Gute Nacht. Gute Nacht. Schlafen wir heute da? Ein bisschen hinsetzen werden wir sie wohl noch dürfen, oder? Zu was? Zum Zeitung lesen zum Beispiel. Zum Beispiel haben wir seit 2 Jahren schon keine Tageszeitung mehr. Weil der Postbote in der Woche nur einmal raufkommt. Ja, noch. Ach, 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 ach. Herr Schaffhausen, du mich erschreckt. Da krieg ich noch die männliche Krankheit auf dem Hof da. Pass auf! Ich hab mit euch was zu reden. Was passt da denn schon wieder nicht? Seid doch nicht so vorlaut. Eingefallen ist mir was. Was? Pass auf, ich sag euch, an dem Mädel, an der Marilyn, habt ihr einen guten Fang gemacht. Das Mädel ist fleißig und ist tüchtig und arbeitsam und hat so das richtige Zeug für eine gute Bäuerin. Du meinst wohl, für eine Wirtschafterin willst du sagen, ne? Na, das will ich genau eben nicht sagen. Sie ist jung und sauber und es könnte doch leicht sein, dass sich einer von euch in das Mädel verkauft. Okay. Lach halt auch. Ich lach ja so. Ich sag das nicht leichtfertig und ich halt nicht viel von den Weibern. Aber die versteht's. Der kann man wirklich nicht besser. Peter, lass das Rasiermesser lieber da. Guten Nacht, Benno. Guten Nacht. Mir wäre es so auch recht. Und ich hätte ja eine Stütze an dem Mädel. Aber ich glaube halt, dass es bald ein Gerät geben wird. Denkt's, 3 Männer und diese Junge, und das junge Ding unter einem Dach.
Dann meine ich, es wäre doch das Gescheitste. Wir gehen ins Bett. Siehst du, Julian, du und die Marilyn, ihr gebt ein schönes Paar. Pauli, lass das Rasiermesser lieber da. Guten Abend. Sag, du bist jung, Juliander. Und ich möchte nicht haben, dass du dasselbe einschichtige Leben führst wie deine zwei Brüder, der Peter und der Pauli. Ja, Veronika, ich kenne dich ja gar nicht mehr. Naja, mei, schau, mit mir kann es einmal schnell zu Ende gehen. Und dann braucht ihr wieder eine neue Hauserin. Wenn aber heute halt dann die Marilyn schon am Hof ist und ist eingearbeitet, dann wäre doch das Beste, meine ich. Was meinst denn du? Ich meine, wir gehen jetzt ins Bett. Kommt Zeit, kommt Rat. Okay. Gute Nacht, Veronika. Gute Nacht. Der Rat kommt nicht von selber. Da muss ich nachhelfen. Was willst denn du da? Nur so ein Rasiermesser. Zu was? Zum Tüderraum heute vorausschneiden. Lass das sein, Peter. Das ist eine lebensgefährliche Geschichte, Schneiderei. Für sowas gibt es doch Salben, Tinturen und Pflaster. Ja, aber für Tüderraum geht es immer am schnellsten. Und ich verbiete das! Gute Nacht. Okay.
du noch fest essen, gell? Na, wer der Dicksbube ist. So. Und ich sag das, Maralin, alle drei sind dich verliebt. Ja, das bildst du doch bloß ein. Von denen drei will ja überhaupt keiner heiraten. Die haben sich doch gegenseitig versprochen, dass sie ledig bleiben. Ja, das kann schon sein. Aber wenn dich jeder heiraten könnte von den drei, na, tät jeder auf sein Versprechen pfeifen. Du weißt ja gar nicht, ob ich einen möchte von den drei. Mein liebes Kind, 3 Wochen schaue ich jetzt zu. Und ich sag das direkt ins Gesicht. Du bist verliebt in einen von den drei. Den Namen braucht er ja nicht zu sagen. Das nützt ja doch nichts. Hat er noch nichts dergleichen getan, dass er die auch gern hat? Er redet nichts. War immer schon ein stiller, der Juliander. Aber brav und seelensgut wie sein Vater. Ja, das Reden nützt ja auch nichts. Er weiß, dass er nicht heiraten kann wegen seiner Brüder, also hat er alles keinen Wert. Ja, ja, das sind 3 Eisbären, weißt du? Zu denen müssen die Weiber kommen. Nein, das kann ich nicht. Alles kann man, wie man will. So, und er ist jetzt satt und die Eigel fallen ihm auch schon zu. So, ich gehe jetzt dann zum Dachsenhacken, gell? Maralin. Wirst du schon sein, Kind. Es wird alles noch gut da heroben bei uns. Und merkt dir meine Meinung. Die Männer sind Deppen. Und wir Weiber müssen ihnen den Apfel zum Neibeißen hinhalten. Grüß Gott. Grüß Gott, seid schon fertig? Ja. Das ist aber heute schnell gegangen. Ja, wir haben auch fest zugelassen. Da, Maralin, ich hab dir was mitgebracht. Ah, oh, danke schön, Peter. Die muss ich gleich ins Wasser stellen. Grüß dich Gott, Maralin. Grüß dich Gott, Pauli. Hab ich dir was mitgebracht, schau. Was du auch, ich bin ja ganz platt. Ja, danke schön. Warum, wer hat noch Blumen gebracht? Der Peter. Sag der. Lass Blumen sprechen. Nimm dich selber bei der Nase. Mhm. Grüß Gott, Juliander. Du bist doch immer der Erste hinaus und der Letzte rein. Hast du das gehört? Wir zwei schlafen den ganzen Tag. Schau, Maralin, da habe ich dir was mitgebracht. Mei, das freut mich aber, Juliander. Dankeschön. Nichts zu danken. Die sind aber wirklich besonders schön. Die sind von der gleichen Wiese wie die unsere. Ja, ja. Natürlich sind's alle drei schön. So, ich bin jetzt fertig. Wollt ihr Vesper? Nein, nein, dankeschön. Hunger habe ich keinen. Ich auch nicht. Und der Juliander? Nein, sein Alter lebt mir sowieso von der Luft und von der Liebe. Dann hole ich euch jetzt einen Krügel Wein rauf. Den habt ihr euch halt schon verdient. Nein, nein, das braucht ihr nicht. Wer wird jetzt trunken, wer arbeitet, muss auch essen und trinken. Nein, aber ja, nicht aber, am Werktag. Kein Widerspruch. Wo ich recht habe, habe ich recht. Da riecht's nach Pantoffel. Aber nach keinem hölzernen. Nach einem Sammertweichen? Das hast du aber schön gesagt. Du hättest es bloß halb so rausgebracht. Also ich komme mir gerade so vor wie in einer Wirtschaft. So bedient wird man doch. Was anders ist jetzt schon wie früher. Ja. Jetzt ist doch genau wie seinerzeit, wie die Mutter noch gelebt hat. He? Genau so. Vielleicht noch schöner. So, da ist der Wein. Prost. Ich setze mich mit dem Kleinen ein bisschen im Garten aus, damit er in den Zug kommt. Lasst euch ein Wein gut schmecken. Ich beobachte, dass du dir den Hals nicht auskegelst. Schenk ein. Schenk doch du ein. Ja, schafft es, ihr zwei einrissige Ludern.
Nächstes Jahr dürfen wir gleich einen Zentner Blumensamen kaufen. Ja. 33 Pfund sind dann für dich. Die Marilyn hat mir gerade gesagt, dass ihr schon Feierabend gemacht habt. Ja und? Passt dir nicht. Was dummes Geschwätz. Da trink, wird dir nicht schaden. Na, gewiss nicht. Super, Sommer. Ja, der Antrober. Genau wie versprochen. Ich hab bloß die vorige Woche nicht kennen. Und da ist die bewusst. Jetzt geh weiter, Haslerin. Tritt vor, lass dich anschauen. Ja, kümmere dich doch nicht um mich. Ich weiß doch selber, was ich zu tun hab. Grüß Gott, Benannt. Grüß Gott. Was willst du mit der? Jetzt schaut es erst einmal an und dann denkt an das schöne Bibelwort. Und da gingen ihnen die Augen auf. Hoffentlich. Nicht? Und jetzt drück zusammen und geh weiter, Haslerin. Seh's dich dazu. No, 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 no. Wie seid's denn ihr überhaupt darauf gekommen? Ja, einen kleinen Spaziergang haben wir gemacht, gell? Und ja, für einen Spaziergang am Werktag, da hast du dich aber schön rausstaffiert. Ich zieh mich immer schön an, nicht bloß zum Spazieren gehen. Schließlich bin ich ja Bäuerin und kein Dienstmagd. Da hättest du euch aber auch einen anderen Spaziergang raussuchen können. Weißt du, wie gerade zu uns rauf? Hey, haben bei euch die Dienstboten auch was zu reden? Ich schon, wenn's das wissen willst. Dich hab ich nicht gefragt. Das ist eine Scharfe, die Hauserin. Aber fein. In der ihre Truhen und Schränke sollt ihr einmal reinschauen. Die Wasch. Oh, oh. Lauter Spitzen. Eine neben der anderen. Herrschaft, jetzt halt doch einmal deinen Mund! Aber langsam, gell? Sonst kannst du dir deinen Heiratsantrag selber machen. Ja, möchtest du heiraten? Ja, warum nicht? Allein ist im Himmel nicht schön. Einen von uns? Ja, das kommt drauf an, ob wir uns einig werden. Besondere Ansprüche stelle ich ja nicht. Wie lange ist jetzt dein Mann schon tot? 5 Jahre. Er wird froh sein. Was soll denn das heißen? Ich meine, der wird froh sein, dass er selig ist, ne? Du, hey, du bist der Jüngste, gell? Ja. Ja, was ist jetzt mit euch drei? Man kann es nicht, hm? Das wäre eine Bäuerin, mit der man sich sehen lassen kann, gell? Ja, was läuft denn jetzt alle drei davon? Wir schauen uns die Geschichte von der Weiden an. Das ist ja nicht zum Glauben, sind da das geläufig. Also, freundlich seid ihr, das muss man euch lassen. Habt ihr aber gar keinen Grund zur Einbildung. Besonders sauber ist nämlich da nicht. Dass da eine Bäuerin fehlt, das sieht ja jeder. Du, gell? Bei uns ist feiner niemand, den Dreck da steckt. Ja, von dem redet ja kein Mensch nicht. Die Hauslore meint, wenn sie da herum Bäuerin werden, dann schaut's noch anders aus, oder? Und das sollt ihr euch ernsthaft überlegen. So eine kommt ja nicht jeden Tag. Nicht? Stramm, sauber, gesund. Und der Geld hat ja was möchtest du überhaupt mehr. He? Wir sind was Besseres gewöhnt. Und den Schaugang. Ja, bin ich dir vielleicht zu schlecht? Sei froh, wenn überhaupt einer reinheiraten mag, in einen verwahrlosten Hof. Da kommt er dir ein bisschen zurück. Ist er wohl reich? Ach, ich bin doch nicht darauf gegangen, dass ich mir Grobheiten sagen lasse. Du wirst halt drumblieben. Also glaubst du's? So was Unverschämtes ist mir doch meine Lebtag noch nicht vorkommen. Ja, was machst denn dann, du solche Sprüche? Ich lass extra meine ganze Arbeit liegen. Für sowas. Du wirst am Sonntag rauf, da hättest du nichts versäumt. Ach. Ihr habt Besuch. Grüß Gott, Benner. Ja, wer ist denn das? Das ist unser neuer Macht, wenn du nichts dagegen hast. Aha. Ach, jetzt begreife ich, warum er mich da so behandelt. Ah, drum hat er gesagt, wir sind was Besseres gewöhnt. Ah, jetzt kenne ich ja das Bessere. Freilich, ein junger Magd, das ist freilich was Besseres wie eine Bäuerin. Die kann man ja wieder zum Teufel hauen, wenn es einem nicht mehr passt, nicht? Au, Herrschaft, geh mal mit der Stesserei auf. Von wem hat's denn den Balk? Du redest ausgeschaut daher. Das verbieten wir uns. Ja, die. Mir fällt nichts ein. Aber.
Da wird es euch auch nicht viel verbieten können. Weil das sieht ja ein Blinder, dass da was nicht sauber ist. Du, jetzt will ich dir was sagen, Hauslocherin, das meine ich aber im Ernst, gell? Schau, dass du rauskommst. Ja, das tue ich schon! Ja, was ist denn das? Was ist denn das? Muss ich 4 Stunden da rauflaufen, ich Rindviech, und muss mir noch die Tür beißen lassen? Mein Lieber, dank sei an Herrgott, dass ich nicht Bayerin bin da herum. Von euch drei, Hans Wursten, hätte ich ja sowieso keinen genommen. Und wenn er jeder vergeudet gewesen wäre. Schau, dass du weiterkommst. Okay. Ich bin froh, wenn ich draus bin. Und mit dir werde ich runtergehen, okay. Norbert, du Spruchbeiter, du Windiger. Schau, dass du draus bin. Den sehen wir lebendig nicht mehr. Ja. Also, überlegt es euch noch einmal. Eine solche Bayern kriegt ihr so schnell nicht mehr. Ja. Was sagt sie jetzt dazu? Und da gingen ihnen die Augen auf. Da wäre heute die Marlene doch was ganz anderes. Das wissen wir schon selber. Ja, aber ich befürchte halt, dass es bald ein Gerät gibt. Denn so wie die Haslocherin denkt und redet, so gibt's es viele. Wir leben in Zucht und Ehren da heroben. Ja, aber das glaubt doch nicht jeder. Und böse Meiler gibt's überall. Ja, den ich hab mir jetzt drauf, dann ist wieder Ruhe. Ja. Ich bin einmal was her, mein Liebe. Na, duscht's aber. Ja, was heißt dann, dann duscht's? Nicht? Das ganze Gerät, alles wäre umsonst, nicht wahr? Wenn's ihr heiraten tät, ihr ja, drei. Heiraten, das ist nicht ja, so mei, einfach. Das ist nicht so einfach. Weil, das ist nicht Kappentauschen heiraten. Ja, jetzt sind wir so lang ledig geblieben, ja. Sind wir auf einmal heiraten, oh. Das sind wir ja gar nicht vorbereitet. Was heißt da vorbereitet, nicht wahr? Ihr könnt doch nicht ewig allein dahinhausen. Und ich wäre ja auch älter. Da wäre halt eine Bäuerin das Beste. Es war jetzt ein guter Rat von mir. Vielleicht ist er genauso gut wie der vom Herrn Pfarrer, der wo euch das Mädel hergeschickt hat. No? 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 Herrgott, seid ihr hier drei Hockstück! Vielleicht hat die Veronika doch recht. Ja, aber mei, wenn schon einer heiraten muss, der welche nicht dann? Ja, das ist eben der welche. Herr Schatzeiten, sag halt du auch was. Das müsst schon ihr zwei ausmachen. Ich bin ja der Jüngste. Hm? Eigentlich hat er recht. Peter, weißt was? Ja. Heirat du und ich mache einen Trauzeugen. Ja. Das Gleiche kann ich bei dir auch. Ja, ich heirate nicht. Nein, nix. Du, pass auf. Wir machen die Sache ganz anders. Ja? Wirst gleich sehen. Da nehmen wir jetzt ein Kartenspiel. Ja, und? Ja, pass auf. Da legen wir jetzt eine Karte hin und her. Und wer die Herz Ass kriegt, der muss heiraten. Aber wer die Herz Ass kriegt, der... Ja, Moment einmal. Peter, weißt du auch, in welcher Gefahr wir uns da befinden? Gefahr hin und her, das wird jetzt ausgekarrt. Da kommt nicht so schnell, nicht Was so schnell. Was ist denn schon wieder? Schau, Peter, ich weiß bestimmt, wenn ich die Herz auskriege, nachher ärgerst du dich, nicht? Lass mir doch das ganze Spiel sein. Ich schenke dir die Herz aus, komm. Nix da, das Spiel wird brüderlich geteilt. Peter? Gratuliere. Ja. Wunderbar. Das hätte genauso gut dich treffen können. Ja, aber so ist man lieber. Ja, natürlich. Selbstverständlich. Ja, aber ob mich die Marlene auch mag? Ja, das wäre die einzige Möglichkeit, dass du ledig bleibst. Müsst ihr heute mal fragen. Wie macht man denn das? Ach, da habe ich auch keine Erfahrung. Entweder bleibst du da stehen und wartest, bis es kommt, oder du gehst hin. Du brauchst es. Gehen wir miteinander. Ja. Geteilter Schmerz ist halber Schmerz. Jetzt kommt sie schon. Deine Hochzeiterin. Was? Hochzeiterin? Ja, das schaust, hä? Die Geschichte ist nämlich die. Was für eine Geschichte? Die jetzt da kommt, nicht wahr? Der Peter und ich, wir haben
Das heißt also, wir möchten, beziehungsweise wir hätten... Heiratst du oder heirate ich? Ich? Na, red auch selber, komm. Die einführenden Worte, die kannst du besser. Ach so, ja, ja. Alter. Schau, du gefällst mir und dem Juliander so gut, dass der Peter beschlossen hat, dich zu heiraten. Heiraten? Mhm. Doch. Ich schenke dir die Herzass. Feigling! Also jetzt raus mit der Sprache. Was ist mit der Hochzeiterin und was ist mit dem Herzass? Ja, schau mal, du gefällst uns so gut und wir haben uns so an dich gewöhnt, dass wir dich nicht mehr fortlassen möchten, nicht? Und damit du immer bei uns bleibst, haben ich und der Peter beschlossen, dass wir dich heiraten, nicht? Jetzt sind wir aber Zwillinge, jetzt hat jeder das gleiche Recht und da sind wir auf den Gedanken gekommen, dass wir dich mit dem Kartenspiel auslosen, nicht? Der, wo die Herz Ass kriegt, der muss dich heiraten. Der muss? Der darf dich heiraten. Jetzt ist aber der Peter davon gelaufen, nicht? Hat er mir die Herz Ass da lassen, ne? Muss er dich in den sauren Apfel beißen. Und jetzt wollte ich dich fragen, ob ich Ihnen genüge. Pauli, wenn ich euch nicht so genau kennen würde und nicht ganz genau wisst, dass ihr ehrliche Absichten habt, dann müsste ich euch jetzt böse sein. Geh, ein Dirndl kann man doch nicht auslosen wie ein Lotteriegewinst. Aber man gleich denkt, dass das nichts ist. Ja, du musst uns ja nicht heiraten, wenn du nicht willst. Ja, ich will mir die Geschichte überlegen und dann sage ich euch Bescheid, gell? Aber lass uns nicht so lange warten. Nein, und bis dahin bleiben die Alten, ist recht. Ja, schau nur, dass wir recht lang die Alten bleiben. Wenn du nur bei uns da bist, Marlene, ob ledig oder verheiratet, das ist ja wurscht. Du, Pauli, du sollst zum Peter in den Stall rauskommen. Aui, der kann das Resultat nicht mehr erwarten. Du, Juliander, weißt du das Neueste schon? Nein. Deine zwei Brüder wollen mich heiraten. Das habe ich mir schon gedacht. Ausgelost haben sie mich. So. Warum hast denn du bei dem Losspiel nicht mit an? Wenn sie mir nichts gesagt haben davon. Wenn du aber mit an hättest und dich hätte das Los getroffen, hättest du mich dann geheiratet. Ja. Und wenn ich's Los nicht getroffen hätte, dann hättest du mich nicht geheiratet. Nein. Du, Juliander, was soll ich denn jetzt machen, wenn der Peter oder der Pauli darauf besteht, mich zu heiraten? Ja, mein Marlin, das ist deine Sache. Oh, mein Juliander, wenn's nur du einer von deinen Brüdern wärst. Das bin ich ja. Nein, von denen, die ausgelost haben, meine ich. Leitet's mir nur, wenn ich von euch wieder weg müsst. Ja, aber warum soll ich denn weg müssen? Vielleicht wegen deine zwei Brüder? Nein, das glaube ich nicht. Und außerdem hätte ich da auch noch was zum Mitreden. Ich bin hier auch Bauer und hab dasselbe Recht wie die. Zum Heiraten? Nein, zum Reden. Und glaubst, dass ich deinetwegen da bleiben tät? Nein, das glaube ich nicht. Aber wegen mir brauchst du nicht fortgehen. Ich darf dich nicht wegschicken. Was hast du denn jetzt, Marlene? Nix. Ja, na geh jetzt wieder. War jetzt nicht gerade der Juliander da? Ja. So. Und da kugeln dir die Wasserburger aus die Eigen. Ja, sag mal, was hat's denn gegeben? Gerade die Verkehrten wollen mich heiraten. Ja, und der Juliander?
Den kannst du auf die Folter spannen, dann redet er auch nichts. Mein Gott, und dabei ist der Bub verliebt, dass er nicht mehr schnaufen kann. Du musst ihm halt selber ein bisschen an die Hand gehen. Mein Gott, mehr wie ich ihm in den Mund gestrichen habe, kann ich doch beim besten Willen nicht mehr sagen. Schäme mich ja bereits bis in Zähne. Und du brauchst dich doch nicht schämen, Marilyn. Schau, der Juliander, das ist eben ein Mannsbild, weißt, den man aus dem Loch rauskitzeln muss wie Grillen. Und die den rauskitzeln. Ja, wie denn? Ja, wie? Heute, so geht's. Siehst du den Wein da dort? Ja, ich hab ihn selber hingestellt. Was ist denn mit dem? Das ist jetzt dein 14. Nothelfer. Jetzt pass auf, Marie. Wenn jetzt der Juliander kommt, und ich sorg dafür, dass er kommt, dann setzt euch da am Tisch zusammen und trinkt miteinander gemütlichen Wein. Lieber ein Glaserl zu viel, als wie ein Glaserl zu wenig. Schaust natürlich, dass er mehr erwischt wie du. Denn weißt, der Wein, der löst die Zunge und es soll auch die Wahrheit drinnen liegen. Verstehst du? Und wenn's dann noch nicht ganz glatten sind, dann musst halt du das Nötige dazu tun. Aber ich kann doch nicht schon wieder davon anfangen. Mein liebes Kind, wenn's um dein Glück geht, kannst dein Schnabel weit auffressen. Brauchst du's ihm ja nicht direkt sagen. So hintenrum, nicht? Ach ja. Ja, und dann müsst doch mein Teufel zugewinnen, nicht einschnappen dort. Und jetzt schicke den Reh. Ach, mit dem Mannsbild ist er gereizt. Die könnte man leicht entbehren. Wenn wir es nicht so notwendig brauchen, den. Jetzt haben wir Veronika aus dem Stall verjagt. Zusammenkehren kannst du selber, hat sie gesagt. Ja, die kann allerhand, glaube ich. Dann bist du jetzt ganz fertig mit der Arbeit. Ja, das heißt, Sensen könnte ich noch denken. Ja, um Gottes Willen. Ich meine, muss das sein? Nein, das kennt eigentlich der Peter besser. Ja, dann lass den Peter die Arbeit und setz dich ein bisschen zu mir her. Max? Mhm. Magst du ein Glas Wein? Mhm. So. Prost. Prost. Mei, du trinkst aber wenig. Du, gell, so ein Glasl auf einmal austrinken, das geht nicht. Da ist doch nichts dabei. Ja, mach's einmal. Da? Das hätte ich nicht gedacht, dass du das zusammenbringst. Wie machst denn du das? Ganz einfach. So. Hast du es gesehen? Ja, pfundig. Ja. Weißt du was? Jetzt trinken wir miteinander, ob's ich auch fertig bringe. Mhm. Ja. Das ist ein bisschen zu viel, gell? Ja. Ich trinke ein bisschen langsamer. Ja. Aber du darfst ruhig schnell trinken. Nein, mir interessiert's nicht so. Gell, so ein Glasl auf, so zweimal hintereinander austrinken, das kannst du auch nicht. Ein richtiges Mannsbild kann das leicht. Ah, das musst du mir erst beweisen. Okay? Ja. Aber du, das glaube ich, war nicht das zweite Mal. Das war mindestens schon das vierte oder das fünfte Mal. Entschuldige. Genau weiß ich das nicht mehr. Ach, das ist recht. Was? Recht. Lustig ist, meine ich, wenn man so beieinander sitzt und ein Glas Wein trinkt. Ja. Du, Juliander, darf ich einmal neugierig sein? Ja, warum nicht? Die Veronika hat mir gesagt, dass du verliebt bist. Ist das wahr? Okay,
Getrink nur mal, Jolanda. Warum? Mehr, weil du so ein schöner Zug hast. Ja. Ist es wahr, dass du verliebt bist? Ja. In wen denn? Du bist vielleicht ein bisschen arg neugierig. Okay, warum sagst du es denn mir nicht, Jolanda? Weil... Okay, weil... Getrink doch nur ein bisschen. Wer ist denn nachher das Mädel, in das, wo du verliebt bist? Das sag ich nicht. Darf ich raten? Nein, das ratst du nie. Du, pass auf, Jolanda, jetzt machen wir ein Spiel. Was für ein Spiel? Heißen tut's, was tätst du jetzt machen, wenn? Aha, ist das sowas wie blinde Kuh? Ja, ja, sowas ähnliches. Du bist blind und ich bin die Kuh. Und was muss ich da machen? Nur blind sein. Alles andere mache ich. Also, nimm mal an, Jolanda, du wärst ein ganz schüchterner, ein ganz geschammiger junger Mann. Wieso? Ja, nur angenommen im Spiel. Also, ein ganz schüchterner junger Mann, der sich immer vorgelogen hat, er wäre ein Weiberfan und der nie eine Liebste gehabt hat. Du hörst doch zu, damit du es auch recht verstehst. Ja, freilich höre ich zu. Ja. Also ich hab's in dem Spiel viel schwerer wie du, denn ich muss ein ganz freches Mädel spielen. Ein ausgeschammtes Ding. Was noch dazu in den schüchternen Weiberfeind, weißt schon, von dem wir geredet haben. Hm? In den schüchternen Weiberfeind verliebt ist. Heimlich natürlich, ohne dass er was weiß. Sie hat es ihm zwar recht deutlich merken lassen, aber er ist ein bisschen deppert. Und merkt gar nichts. Ah. Gibt's das? Ja, das gibt's. Und jetzt schleicht sich das freche Madel hinter den schüchternen Weiberfeind. So wie ich es jetzt mache. Halt ihm die Augen zu. So wie ich es jetzt mache, streicht ihm sanft übers Haar. Wie ich es jetzt mache, gibt ihm ein Bussel. Wie ich es jetzt mache. Und sagt, ich hab dich von ganzem Herzen lieb. Wie ich es jetzt gesagt hab. Was würdest denn dann du sagen? Jolanda. Das ist für ein schönes Spiel. Das ist doch kein Spiel, du dummer Kerl. Das ist doch die reine Wahrheit. Madeline, ist das wahr? Ja. Dankeschön. Trink noch mal, Jolanda. Ich kann dir gar nicht sagen, wie gern, dass ich dich hab. Du hast mir so nichts gesagt. Aber Gott sei Dank, jetzt sind's raus, die paar Wörtel. Weißt du was? Jetzt pfeif ich auf den Hof und pfeif auf mein Erbteil und wir zwei gehen fort. Magst du? Und dass wir nicht verhungern. Dafür sorge ich schon. Jolanda! Ich tue ja alles, was du sagst. Aber stell dir vor, wenn ich jetzt nicht geredet hätte. Das darf ich mir gar nicht vorstellen, Marilyn. Peter! Schau her! Der Julian, der frisst unser Brautzahn. Ja, so. Geh, ihr seid uns nicht böse. Sind wir böse? Oh. Also, ich sag's euch ja ganz ehrlich, ich verzichte auf mein Erbteil. Marilyn und ich, wir gehen woanders hin und ihr zwei könnt den Hof behalten. Was willst du da für einen Mist daher? Du kannst doch da bleiben, wenn du die Marilyn heiratest. Wirklich? Ja. Geh, Peter. Na, natürlich. Selbstverständlich. Ach, Pauli, dafür kriegst du einen Bussel. Das wird das Letzte gewesen sein in meinem Leben.
Lass dir von der Veronika eins geben. Oh. Was macht man mit der Herz aus? Gib's ihm. Na, was sagst du, Marilyn? Hat mir Medizin geholfen? Geholfen hat's, aber schwer ist gegangen. Du, Marilyn, mir ist ein bisschen schwindelig. Ich glaube, ich muss am frischen Luft. Da musst du gar nichts denken, Marilyn. Sein Vater hat sogar am Hochzeitstag ein ganz schönes Reischel gehabt. Das liegt in der Familie. Du, Geveroni kann nichts gegen unsere Familie. Die ist bärenmäßig prima. Ja, ihr seid drei Bären. Drei liebe, gute Tanzbären. Drei Eisbären. Ja. Oh. Jesus, komm, ja, geh weiter. Hast du es gesehen? Die Jugend, die hält nichts aus. Gell? Sind wir aber billig zu einer Bayerin gekommen. Und hat so gefährlich hergeschaut. Also was, Peter, wenn ich dich so anschaue, würde ich sagen, es ist schon besser, dass der Julianer die Marilyn heiratet. Ja, wenn ich dich so anschaue, muss ich das Gleiche sagen. Der Peter, waren jetzt wir zwei auch verliebt in diesem Mal? Natürlich. Selbstverständlich. Die ganzen Federn im Garten rund. Unser Gurkenbeet schaut aus, wie wenn es geschneit hätte. Da wird dir aber der Peter loben, mein Lieber. Na ja, soll er selber machen. Wie lange muss denn die Veronika noch liegen? Mindestens noch 8 Tage, hat der Doktor gesagt. Und der Haxen ist ja noch ganz geschwollen. Und was gibt's heute zum Essen? Was wird's denn geben? Brotsuppen und Eier. Ja, das ist immer noch das Einfachste. Ne? Wenn das so weitergeht mit der Veronika, müssen wir uns noch ein Kochbuch anschaffen. Aha, der Kamillentee ist auch fertig. Du, Fali, sei so gut und trocken, du nicht so, Veronika, und machst dir gleich Umschläge, gell? Ich betrete kein jungfräuliches Gemach. Jetzt hört er nicht so lange rum, weil sonst der Tee wieder kalt wird. Ja, die unangenehmen Arbeiten darf immer ich machen, nicht? Da wärst du nicht gescheiter, wenn es den Kamillentee gleich trinkt. Umschläg, hat der Doktor gesagt. Herrschaftszeiten, du wirst dich doch nicht vor dem alten Weib fürchten. Ein Weib ist in jedem Alter zum Fürchten. Jetzt geh zu und mach schön einen Krankenpfleger, gell? Auf deine Verantwortung. Ja. Geh halt zu. Führe mich nicht in Versuchung. Na.
Hausarbeit ist wieder gemacht. Ist Essen schon fertig? Das wird nicht mehr lang dauern. Wo ist denn der andere? Was für ein anderer? Der Pauli, der Depp. Du Peter Gesso, spricht man nicht von seinem Zwillingsbruder. Ist aber auch. Schon aus im Garten. Da liegt mein ganzes Bett in die Gurken. Sämtliche Federn hat er mir auslassen, der Depp. Ja, hat mir schon gesagt, dass er beim Aufbetten an einem Nagel hängen geblieben ist. Jetzt bleibst du auch noch schön liegen, gell, Veronika? Du sag einmal, wo glaubst denn du, dass ich heute Nacht schlafe? Im Fremdenzimmer. Du musst auch nichts mehr blöd daherreden. Was gibt's denn heute zu essen? Da gibt's mal was anderes. Gott sei Dank. Die ewige Brotsuppe mit Eier hängt mir schon zum Hals raus. Was gibt's denn? Eier mit Brotsuppen. So, los, Pi. Aber der andere, was hast du denn Ding? Ja, verrückt. Rasiert, gekämmt, geschneuzt. Die Hufe ausgekratzt. Brauchen daher vielleicht noch einen Fingernagellack? Dass sich der Gnaden überhaupt noch hereintrauen zu uns ohne Stöhlkragen. Seinen Schnurrbart hat er zusammengestutzt, als wäre so ein Filmmensch. Ja. Kann mir ja schließlich keinen Vollbart wachsen lassen, ne? Dass du nicht gleich ganz weggeschnitten hast. Ja, der kennt halt das Sprichwort, ein Kuss ohne Bart schmeckt wie eine Suppe ohne Salz. Ja, ja, ja. Drum haben wir das Rasiermesser nicht gefunden. Ja, ja, ja. Zu was hättest du denn das Rasiermesser braucht? Rasieren wollten wir uns. Was? Wollten wir uns nicht, der Peter wollte die Hühneraugen schneiden. Ja. Das glaubt mir Seligkeit. Haben also meine Brüder genau das Gleiche vorgehabt. Bloß ein bisschen spät, Domilitel. So. Jetzt schlaft er wieder. Soll ich ihm eine hineinhauen? Natürlich. Selbstverständlich. Ja, Juliander, wie schaust denn du aus? Du bist ja gar nicht mehr zum Kennen. Prima. Das hätte ich mir gar nicht gedacht, dass du so ein sauberes Mannsbild bist. Ja, mei. Wenn ich mir vorstelle, dass ich einmal so einem struppigen und unrasierten Mannsbild ein Puzzle geben soll, dann schüttelt es mich gleich nur. Du bist ja der Kreislichste. Oh. Wenn du jetzt die Dirndl im Dorf drin zu singen, hast du bald eine Hochzeit drin. Na, das pressiert nicht so. Ja, ja. Wenn einmal die richtige kommt, dann glaube ich, bist du auch keiner von den Langsamsten. Geh, okay. Man sieht ja gar nichts mehr. Geh, mach's doch einmal ein Licht. Einmal an, jetzt hältst du dich aber bald der Ring. Ich find's dir nicht, aber auch bei der Licht. Setz doch nicht so laut. Weckt's mir doch einen Burm auf. Ja, ich glaube, ich gehe dann auch ins Bett. Man gibt's viel Arbeit. Gute Nacht, Benno. Gute Nacht. Gute Nacht, Marilyn. Gehen wir schlafen. Ja, von mir aus. Von mir aus. Gehen wir ins Bett. Gute Nacht. Hält sich aber bald der Ring. Ich find's dir nicht, aber auch bei der Licht. Wir machen mir eh das. Setz doch nicht so laut. Weckt's mir doch einen Burm auf. Ja, ich glaube, ich gehe dann auch ins Bett. Man gibt's viel Arbeit. Gute Nacht, Benno. Gute Nacht. Gute Nacht, Marilyn. Geh mal schlafen. Ja, von mir aus. Von mir aus. Geh mal ins Bett.
gute Nacht. Gute Nacht. Schlafen wir heute da? Ein bisschen hinsetzen werden wir sie wohl noch dürfen, oder? Zu was? Zum Zeitung lesen zum Beispiel. Zum Beispiel haben wir seit 2 Jahren schon keine Tageszeitung mehr, weil der Postbote in der Woche nur einmal raufkommt. Ja, noch. Ach, 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 ach. Huhn! Herrschaft, hast du mich erschreckt? Da krieg ich noch die männische Krankheit auf dem Hof da. Pass auf! Ich hab mit euch was zu reden. Was passt da denn schon wieder nicht? Seid doch nicht so vorlaut. Eingefallen ist mir was. Was? Pass auf, ich sag euch, an dem Mädel, an der Marilyn, habt ihr einen guten Fang gemacht. Das Mädel ist fleißig und ist tüchtig und arbeitsam und hält so das richtige Zeug für eine gute Bayerin. Du meinst wohl, für eine Wirtschafterin willst du sagen, ne? Na, das will ich genau eben nicht sagen. Sie ist jung und sauber und es könnte doch leicht sein, dass sich einer von euch in das Mädel verkauft. Okay. Lach halt auch. Ich lach ja auch so. Ich sag das nicht leichtfertig und ich halte nicht viel von den Weibern. Aber die versteht's. Der kann man wirklich nicht besser. Peter, lass das Rasiermesser lieber da. Guten Nacht, Benner. Guten Nacht. Mir wär's so auch recht. Und ich hätte ja eine Stütze. Ich mach ein Licht. Ist ja auch höchste Zeit, dass wieder mal regnet. Ja. Das wird aber scharf, du. Ja. Ganz schwefelgelb hängt's drum. Peter? Ja, was willst du, Veronika? Da schreit wo ein kleines Kind. Was schreit? Ein kleines Kind? Hey, du spinnst ja. Die fantasiert wieder. Ja. Was heißt denn, Veronika? Ist das schlecht? Habt ihr das Kind und Schreine gehört? Ach, Woge. Wo soll denn da jetzt auf einmal ein Kind herkommen? Du hast schlafen, Veronika. Gut Nacht. Ob die fiebert? Mir kommt jetzt die auf die Schnapsidee mit dem kleinen Kind. Oh. Lieber Freund, jetzt kommt's aber nachher. Mhm. Wenn's nur nicht hagelt. Ja. Was ist denn das? Ja, du. Das hört sich wirklich so an, wie wenn ein kleines Kind schreit. Ein Blödsinn. Vielleicht war's Katz. Freilich schreit da irgendwo ein kleines Kind. Hörst du das nicht? Ich schau mal hinaus. Ich glaube, die Veronika hat uns alle 3 angesteckt mit ihrer Fantasie. Na, jetzt haben wir es ja ganz deutlich gehört. Nichts haben wir gehört. Da haben wir nichts gehört, damit du recht hast. Wie soll denn zu uns auf ein Kind kommen? Vielleicht hat es der Storch verloren. Schaut, was ich hab! Jawohl. Was ist denn das? Ein kleines Kind. Wow! Ja. Wo hast du das her? In der Mutter Gottes Nischen draußen ist gegen bei uns. Haben wir doch recht gehört. Ja. Schau, wie lieb das Kind ist. Ganz schwarze Eigel hat, siehst du das? Oh, das ist ein nettes Mädchen. Ja. Ja, das ist ja du. Der mit Kitzi machen da. Komm, das ist doch keine Fackel, was man am Bauch kitzelt. Ganz. Jetzt hat's gelacht, bis mich gesehen hat. Ja. Man soll nicht glauben, wie gescheit so ein Kind ist, gell? Ja. Ja, wie heißt denn du, ha? Wie heißt denn du, ha? Peter, so ein Kind kann doch noch nicht reden. Mein so armes Haschel. Ja, wo kommst denn du bloß her? Der fragt immer das Kind. Du schau, da ist ein Brief drin. Nein,
Ich habe meine Brille nicht da. Lies schnell, Juliander. Ja, du liest mit der Brille auch langsam. Komm. Was kriegt der Kleine? Dem kommst der Mehlmus. Ein Mehlmus? Oh, verrück. Ja, wie macht man denn das? Da nimmst du ein bisschen Mehl, ein Milch, ein Zucker und verkochst es miteinander. Das wird mir zu viel, das muss ich mal aufschreiben. Wie war das, Veronika? Ein Mehl? Ein Mehl. Mehl, eine Milch. Ein Zucker. Milch und Zucker. Miteinander verkochen. Miteinander verkochen. Und wie lang? 10 Minuten. 10 Minuten. Also, werden wir schon zusammenbringen. Und was willst du zum Essen? Nix. Für dich koche ich am liebsten. Also. Jetzt kommen wir einmal. Mehl. Mehl. Jetzt eine Milch. Milch. Zucker, da haben wir. Ach, da hat jetzt das Rindfisch wieder die Erbsen nicht. Mein der Peter, das ist was. Ja,
Was ich drin, die kochen auch mit. Aber hat denn der einen Zucker wieder? Grieß vielleicht auch. Ja. Da, lass mal schön verkochen. Dann will man da stehen zum Muselle für den Prinzen, gell? Ja, jetzt sei nur ruhig, komm, sei nur ruhig, komm, ja, 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 ja. Du kriegst den Muselle schon, schau. Du bist ja brav, Wacki, gell? In 10 Minuten haben wir die Staatsmahlzeit fertig. Ja, jetzt sei nur ruhig, wa, 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 wa. Jo, komm, schlaf, Kindlein, schlaf. Dein Vater ist ein Schaf. Weil ihm der Weg zu weit. Wieder wärst. Das bin ich ja. Nein, von denen, die ausgelost haben, meine ich. Leid jetzt mir nur, wenn ich von euch wieder weg müsste. Ja, aber warum soll ich denn weg müssen? Vielleicht wegen deinen 2 Brüder? Nein, das glaube ich nicht. Und außerdem hätte ich da auch noch was zum Mitreden. Ich bin hier auch Bauer und hab dasselbe Recht wie die. Zum Heiraten? Nein, zum Reden. Und glaubst, dass ich deinetwegen da bleiben tät? Nein, das glaube ich nicht. Aber wegen mir brauchst du nicht fortgehen. Ich darf dich nicht wegschicken. Was hast du denn jetzt, Madeleine? Nix. Ja, na, na geh ich jetzt wieder. War jetzt nicht gerade der Julian da? Ja. So, so. Und da kugeln dir die Wasserburger aus die Eigel. Ja, sag mal, was hat's denn gegeben? Gerade die Verkehrten wollen mich heiraten. Ja, und der Julian da? Den kannst du auf die Folter spannen, dann redet er auch nichts. Mein Gott, und dabei ist der Bub verliebt, dass er nicht mehr schnaufen kann. Du musst ihm halt selber ein bisschen an die Hand gehen. Mein Gott, mehr wie ich ihm in den Mund reingestrichen habe, kann ich doch beim besten Willen nicht mehr sagen. Schäme mich ja bereits bis in Zähne. Und du brauchst dich doch nicht schämen, Marilyn. Schau, der Juliander, das ist eben ein Mannsbild, weißt, den man aus dem Loch rauskitzeln muss wie Grillen. Und die den rauskitzeln. Ja, wie denn? Ja, wie? Heute. So geht's. Siehst du den Wein da dort? Ja, ich hab ihn selber hingestellt. Was ist denn mit dem? Das ist jetzt dein 14. Nothelfer. Jetzt pass auf, Madeleine. Wenn jetzt der Juliander kommt und ich sorge dafür, dass er kommt, dann setzt euch da am Tisch zusammen und trinkt miteinander gemütlichen Wein. Lieber ein Glaserl zu viel, als wie ein Glaserl zu wenig. Schaust natürlich, dass er mehr erwischt wie du. Denn weißt, der Wein, der löst die Zunge und es soll auch die Wahrheit drinnen liegen. Verstehst du? Und wenn's dann noch nicht ganz klappen sind, dann musst halt du das Nötige dazu tun. Aber ich kann doch nicht schon wieder davon anfangen. Mein liebes Kind, wenn's um dein Glück geht, kannst du dein Schnabel weit auffressen. Brauchst du's ihm ja nicht direkt sagen. So hintenrum, nicht? Ach ja. Ja, und dann müsst doch mein Teufel. Mit der Veronika auch als Gesunder nicht mehr viel aufgestellt sein wird. Was? Na, schau, jetzt reißt mit ihren 65 Jahren kein Teufel mehr. Was ist denn dort? Der legt den nassen Lumpen mir unter den Tisch, da bist du wohl. Das ist eine Ordnung bei uns, dass der Sau graust. Hast du die Betten gemacht? Ja. Na, ist recht. Aber mit dem Oberbett von Peter bin ich am Balkon an einem Nagel hängen geblieben. Es liegen die ganzen Federn im Garten rund. Unser Gurkenbeet schaut aus, wie wenn es geschneit hätte. Da wird dir aber der Peter loben, mein Lieber. Ja, soll er selber machen. Wie lange muss denn die Veronika noch liegen? Mindestens noch 8 Tage, hat der Doktor gesagt. Und der Haxen ist ja noch ganz geschwollen. Und was gibt's heute zum Essen? Das
wird's denn geben? Brotsuppen und Eier. Ja, das ist immer noch das Einfachste. Ne? Wenn das so weitergeht mit der Veronika, müssen wir uns noch ein Kochbuch anschaffen. Aha, der Kamillentee ist auch fertig. Du fahr alles also gut und trocken, du nicht so, Veronika, und machst dir gleich Umschläge, gell? Ich betrete kein jungfräuliches Gemach. Jetzt hört er nicht so lange rum, weil sonst der Tee wieder kalt wird. Ja, die unangenehmen Arbeiten darf immer ich machen, nicht? Da wärst du nicht gescheiter, wenn es den Kamillentee gleich trinkt. Umschläge, hat der Doktor gesagt. Herrschaftszeiten, du wirst dich doch nicht vor dem alten Weib fürchten. Ein Weib ist in jedem Alter zum Fürchten. Jetzt geh zu und mach schön einen Krankenpfleger, gell? Auf deine Verantwortung. Ja. Geh halt zu. Führe mich nicht in Versuchung. Na. Die Hausarbeit ist wieder gemacht. Ist Essen schon fertig? Das wird nicht mehr lang dauern. Wo ist denn der andere? Was für ein anderer? Der Pauli, der Depp. Du Peter, gell, so spricht man nicht von seinem Zwillingsbruder. Ist aber auch. Schon aus im Garten. Da liegt mein ganzes Bett in die Gurken. Sämtliche Federn hat er mir auslassen, der Depp. Ja, hat mir schon gesagt, dass er beim Aufbetten an einem Nagel hängen geblieben ist. Fahren unter Gäste. Dann sagst du ja, wir lassen das Kind auf Juliander, Peter und Pauli taufen. Und wir drei machen die Taufpaten. Ne? Und dass richtig und bei anständigen Leuten aufgezogen wird, dafür sorgen wir auch noch. Dann haben wir wenigstens unser Möglichstes getan. Hm. Ich sag's dir recht. Natürlich. Selbstverständlich. Die wird fein. Da werden schauen, meine Brüder. Veronika! Ja? Was soll ich jetzt für diese Kartoffelsuppen noch dazu machen? Nix. Das ist das Einfachste. Ja, und was kriegt der Kleine? Dem kochst du ein Mehlmus. Ein Mehlmus?
Ufrig. Ja, wie macht man denn das? Dann nimmst du ein bisschen Mehl, Ich glaube immer, die Suppen brennt an, he? Oh! Horsnazi! Sackel, zieh Minzackel! Das ist aber wirklich keine Arbeit für ein Mannsbild. Überhaupt ist das viel zu wenig Suppen für drei ausgewachsene Männer. Dass jetzt die immer weniger wird, werden wir gleich haben. So. Jetzt erlangt's! Ah, schmeckt rein nach gar nichts. Aha. Bisschen Salz nehmen. Ja. Jetzt. Was ist ein anderer? Was für ein anderer? Der Peter. Wenn ich sage, der andere, meine ich immer den anderen. Der schaut, ob er in unseren Garten ein bisschen Ordnung reinbringt. Da verwildert ja alles. Ja. Nicht nur da. Froh bin ich, wenn die Veronika wieder arbeiten kann. Aha. Geh. Nix. Du, Pauli, ich glaube, dass mit der Veronika auch als Gesunder nicht mehr viel aufgestellt sein wird. Nix. Na. Schau, jetzt reißt mit ihr die 65 Jahre kein Teufel mehr. Was ist denn das? Der legt den nassen Lumpen mir unter den Tisch, da bist du wohl. Das ist eine Ordnung bei uns, dass der Sau graust. Hast du die Betten gemacht? Ja. Na, ist recht. Aber mit dem Oberbett von Peter bin ich am Balkon an einem Nagel hängen geblieben. Es liegen die ganzen Federn im Garten rund. Unser Gurkenbeet schaut aus, wie wenn es geschneit hätte. Da wird dir aber der Peter loben, mein Lieber. Naja, soll er selber machen. Wie lange muss denn die Veronika noch liegen? Mindestens noch 8. Da werden schauen, meine Brüder. Veronika! Ja? Was soll ich jetzt für diese Kartoffelsuppen noch dazu machen? Nix. Das ist das Einfachste. Ja, und was kriegt der Kleine? Dem kochst du Mehl. Ein Mehlmus? Uferig. Ja, wie macht man denn das? Dann nimmst du ein bisschen Mehl, eine Milch, einen Zucker und verkochst es miteinander. Das wird mir zu viel, das muss ich mir aufschreiben. Wie war das, Veronika? Ein Mehl? Ein Mehl, eine Milch. Ein Zucker. Milch und Zucker. Miteinander verkochen. Miteinander verkochen. Und wie lang? 10 Minuten. 10 Minuten. Also, werden wir schon zusammenbringen. Und was willst du zum Essen? Nix. Für dich koche ich am liebsten. Also. Jetzt haben wir einmal ein Mehl. Mehl. Das ist eine Milch. Milch. Zucker, da haben wir. Ah, da hat jetzt das Rindviech wieder die Erbsen nicht.
Mein, der Peter, das ist wahr. Lass ich drin, die kochen auch mit. Aber hat er deren Zucker wieder? Grieß vielleicht auch. Ja. Ja, lass mal schön verkochen. Dann will man da stehen zum Muselle für den Prinzen, gell? Ja, jetzt sei nur ruhig, komm, sei nur ruhig, komm, ja. Du kriegst den Muselli schon, schau. Du bist ja brav, Wacki, gell? In 10 Minuten haben wir die Staatsmahlzeit fertig. Ja, jetzt sei nur ruhig, Jo, komm, schlaf, Kindlein, schlaf. Glaub immer, die Suppen brennt an, hä? Oh, heiß Nazi. Sackel, Zimmingzackel. Das ist aber wirklich keine Arbeit für ein Mannsbild. Überhaupt ist das viel zu wenig Suppen für 3 ausgewachsene Männer. Dass jetzt die immer weniger wird, werden wir gleich haben. So. Jetzt erlangt's. Ah, schmeckt rein nach gar nichts. Aha. Bisschen Salz, nein. Ja. Jetzt. Was ist der andere? Was für ein anderer? Der Peter. Wenn ich sage der andere, meine ich immer den anderen. Der schaut, ob er in unseren Garten ein bisschen Ordnung reinbringt. Da verwildert ja alles. Ja. Nicht nur da. Froh bin ich, wenn die Veronika wieder arbeiten kann. Aha. Geh. Nix. Du, Pauli, ich glaube, dass mit der Veronika auch als Gesunder nicht mehr viel aufgestellt sein wird. Nix. Schau, jetzt reißt mit ihren 65 Jahren kein Teufel mehr. Was ist denn das? Der legt den nassen Lumpen hier unter den Tisch, da bist du wohl. Das ist eine Ordnung bei uns, dass der Sau graust. Hast du die Betten gemacht? Ja. Na, ist recht. Aber mit dem Oberbett von Peter bin ich am Balkon an einem Nagel hängen geblieben. Es liegen die ganzen Federn im Garten rund. Unser Gurkenbeet schaut aus, wie wenn es geschneit hätte. Da wird dir aber der Peter loben, mein Lieber. Na ja, soll er selber machen. Wie lange muss denn die Veronika noch liegen? Mindestens noch 8 Tage, hat der Doktor gesagt. Geil. Der Haxen ist ja noch ganz geschwollen. Und was gibt's heute zum Essen? Was wird's denn geben? Brotsuppen und Eier. Ja, das ist immer noch das Einfachste. Ne? Wenn das so weitergeht mit der Veronika, müssen wir uns noch ein Kochbuch anschaffen. Aha. Der Kamillentee ist auch fertig. Alles ist also gut und trocken. Du nicht so, Veronika, machst dir gleich Umschläge, gell? Ich betrete kein jungfräuliches Gemach. Jetzt hört er nicht so lange rum, weil sonst der Tee wieder kalt wird. Ja, die unangenehmen Arbeiten darf immer ich machen, nicht? Da wärst du nicht gescheiter, wenn es den Kamillentee gleich trinkt. Umschläge, hat der Doktor gesagt. Herrschaftszeiten, du wirst dich doch nicht vor dem alten Weib fürchten. Du, Juliander, darf ich einmal neugierig sein? Ja, warum nicht? Veronika hat mir gesagt, dass du verliebt bist. Ist das wahr? Okay, geh trink nur mal, Juliander. Warum? Mehr, weil du so ein schöner Zug hast. Ja. Ist das wahr, dass du verliebt bist? Ja. In wen denn? Du bist vielleicht ein bisschen arg neugierig. Okay, warum sagst du das denn mir nicht? Juliander. Weil. Okay, weil. Geh, trink doch nur ein Päppchen. Ja.
Wer ist denn nachher das Mädel in das, wo du verliebt bist? Das sag ich nicht. Darf ich raten? Nein, das ratst du nie. Du, pass auf, Julianda, jetzt machen wir ein Spiel. Was für ein Spiel? Heißen tut's, was tätst du jetzt machen, wenn? Aha, ist das sowas wie blinde Kuh? Ja, ja, sowas ähnliches. Du bist blind und ich bin die Kuh. Und was muss ich da machen? Nur blind sein. Alles andere mach ich. Also, nimm mal an, Julianda, du wärst ein ganz schüchterner, ein ganz geschammiger junger Mann. Wieso? Ja, nur angenommen im Spiel. Also ein ganz schüchterner junger Mann, der sich immer vorgelogen hat, er wäre ein Weiberfeind und der nie eine Liebste gehabt hat. Du hörst doch zu, damit du es auch recht verstehst. Ja, freilich höre ich zu. Ja, also ich hab's in dem Spiel viel schwerer wie du, denn ich muss ein ganz freches Mädel spielen. Ein ausgeschanktes Ding. Was noch dazu in den schüchternen Weiberfeind, weißt schon, von dem wir geredet haben. Hm? In den schüchternen Weiberfeind verliebt ist. Heimlich natürlich, ohne dass er was weiß. Sie hat es ihm zwar recht deutlich merken lassen, aber er ist ein bisschen deppert. Und merkt gar nichts. Ah. Gibt's das? Ja, das gibt's. Und jetzt schleicht sich das freche Madel hinter den schüchternen Weiberfeind, so wie ich's jetzt mach. Halt ihm die Augen zu. So wie ich es jetzt mache. Du, Pauli, es wäre doch schade, wenn der Bub in ein Waisenhaus müsst. Ja, ja, das wäre mal ein strammer Kerl, mein Lieber. Den sehe ich von mir in 20 Jahren, mein Lieber, mit den kolorabend schwarzen Augen. Dem werden die Malen nachsausen wie der Teufel hinter einer armen Seele. Kein Wutschi, Pauli, du. Ist nicht weg mit deinem Schnupftabak. Weck mich doch nicht auf. Du, wenn wir jetzt das Kindl halten könnten. Das können wir aber nicht. Ja, ausgeschlossen. Oder? Ich meine nur, wenn wir es halten könnten, dann... Was dann? Dann müsste der Bub Julianda heißen. Nein, was ist der für ein Graut rausnimmt? Da schau her. Pauli. Peter. Naja, also dann Julianda, Peter und Pauli. Hm? Ja, pass auf, wenn du morgen zum Herrn Pfarrer runtergehst, dann sagst du ja, wir lassen das Kind auf Julianda, Peter und Pauli taufen. Mhm. Und wir drei machen die Taufpaten. Ne? Und dass richtig und bei anständigen Leuten aufgezogen wird, dafür sorgen wir auch noch. Dann haben wir wenigstens unser Möglichstes getan. Mhm. Ich sag's dir recht. Natürlich. Selbstverständlich. Thank you.
das hätte man nicht gedacht. Ja. Der macht so einen stillen Eindruck. Aha. Das ist vielleicht so ein Tuckmauser, der. Warum hat er denn nicht geheiratet? Zu hoch hinaus. Seit er mit der Faschingsprinzessin von Schneißl reittanzt hat, ist ihm keine mehr fein genug. Ah, danke schön, Peter. Morgen mache ich schon alles selber. Heute bin ich halt nur ein bisschen fremd am Hof. Ach, Jäger, jetzt brauche ich noch was. Ein paar Scheitel Holz. Hast du nicht gehört? Komm. Ja, wenn ich gerade bei der Nacht der Milch warm machen müsste, gell, Pauli? Ich bin ein arger Blattgeist. Ah! Geh weiter, Pauli, schau nicht so lang. Du bist ja früher auch immer gleich gelaufen, wenn der Jungs Meidl was angeschafft hat. Geh weiter, komm. Das geht doch nicht so. Schau, halt mal. Der gemeine Kerl. Ich hol's schon. Ihr seid's aber wirklich sehr gefällig. Vor allem der Pauli. Den kannst du mitten bei der Nacht aufwecken, dann lauft er dir stundenweit. Vorausgesetzt, dass ein junges Mädel im Spiel ist. Geh, okay. Das hätte ich hinterm Pauli gar nicht vermutet. Warum hat er den nicht geheiratet? Der hat sich die Hirndl schon abgestoßen. Das ist ein ganzer Trocknis. Ah. Das ist schön, Pauli. Ja. Morgen koche ich euch was extra Gutes. Was soll es denn sein? Ja, ich möchte am liebsten. Mir ist gleich. Mir auch. Und der Juliander? Der ist das Gleiche. Ihr seid's gut. Naja, ich werde es schon erraten. Wer ist das jetzt weinender? Ja, sei doch stark, Bubeli. Ich bin ja schon da. Ich komm gleich wieder. Ab morgen kannst du jeden Tag Wasser tragen. Und du Holz holen. Musst dich aber schön rasieren, sonst machst du keinen guten Eindruck. Na, da wird es mir jetzt schon zu dunkel. Ach so. Aber der muss aus, der Ding zu leiden. Wir müssen den Herzen losgehen. Aber der muss aus, der Ding. Ja, verrückt. Rasiert, gekämmt, geschneuzt, die Hufe ausgekratzt. Brauchen daher vielleicht noch einen Fingernagellack, dass sich der Gnaden überhaupt noch hereintrauen zu uns ohne Stöhkragen. Seinen Schnurrbart hat er zusammengestutzt, dass wir so ein Filmmensch. Ja, kann man ja schließlich keinen Vollbart wachsen lassen, ne? Dass du nicht gleich ganz weggeschnitten hast. Ja, der kennt halt das Sprichwort, ein Kuss ohne Bart. Also ich glaube, dass die vor den Weibern mehr Angst hat als bei mir. Naja, jetzt ist sie ja friedsam. Aber früher war die ganz schön recht, mein Lieber. Ja. Die, wenn der Herr und Bäuerin wohnen wäre, dürften wir nur noch nach Kommando schlafen und essen. Ja? Komm mal her. Ich hab da in den Korb ein paar Kissen reingelegt, damit der Kleine nicht allerweil so umeinander liegt. Dankeschön, Veronika. Ja, das sind ja ganz neue Töne von der Biskun. Ja, was? Jetzt aber auch der Schins, Peterli. Ja, da legt sich der Onkel gleich selber rein. Und der Schlaf. So. Was gibt's denn heute überhaupt zu essen? Oh, heute gibt's was Feines. Ja? Heute wird's schlecken, mein Lieber. Ja. Gell? Das ist einmal eine anbrennende Kartoffelsuppe. Wieso anbrennt? Weil man es riecht. Ja, die muss ja so riechen. So. Ja, Pauli, hast du heute zur Feier des Tages gleich gar einen Kuchen gemacht? Hä? Wo? So? Ach, geht, da ist doch das Mehlmus drin vom Kleinen. Der Pauli, unser Chefkoch. Was? Schau her, dein Mehlmus schaut aus wie ein Kugelhupf. Ich muss aber gleich denken, dass das nichts wird. Ja, was geben wir jetzt da dem Kleinen, wenn der aufwacht? Oh, muss halt Veronika was kochen. Ach, hör mal doch mit der auf, der hat ja keine Ahnung vom Kochen. Von der stammt ja das Rezept. Puh, grüß Gott. Na, bist du jetzt endlich da. Grüß dich. Hast du was ausgelegt beim Herrn Pfarrer? Ja. Ja, was denn, so red doch schon. Na, hinsetzen werde ich mich noch dürfen, oder? Ja, jetzt sitzt und jetzt red. Ja, also... Der Herr Pfarrer hat sich die ganze Geschichte angehört
Und dann hat er mir einen guten Rat gegeben. Ja, was für einen? Den da. Grüß Gott, Bernhard. No. Hat sich jetzt Dreht verschlagen? Grüß Gott. Wer bist denn du? Habt ihr es doch gerade gehört? Ich bin der gute Rat vom Herrn Pfarrer. No, was ist denn mit dir? Bringst du nicht einmal ein Grüß Gott raus? Geh weiter, gib mir doch einmal deine Hand. So ist recht. Hoffentlich werden wir gut Freunde miteinander. Mir zwei. Ah, mir vier. Wer ist denn der Bauer von euch? Alle drei. Ach so. Hoffentlich ist er auch recht, dass mich dein Bruder eingestellt hat. Ja. Ja, wir werden uns schon verstehen. Wo ist denn meine Kammer? Da. Ist recht, dann. Schau, Peter, ich weiß bestimmt, wenn ich die Herz auskriege, nachher ärgerst du dich, nicht? Lass mir doch das ganze Spiel sein. Ich schenk dir die Herz aus, komm. Nix da, das Spiel wird brüderlich geteilt. Peter, ja. gratuliere. Ja. Wunderbar. Das hätte genauso gut dich treffen können. Ja, aber so ist mir lieber. Ja, natürlich. Selbstverständlich. Ja, aber ob mich die Maralin auch mag? Ja, das wäre die einzige Möglichkeit, dass du ledig bleibst. Müsst ihr heute mal fragen. Wie macht man denn das? Ach, da habe ich auch keine Erfahrung. Entweder bleibst du da stehen und wartest, bis es kommt, oder du gehst hin und fragst es. Gehen wir miteinander. Ja. Geteilter Schmerz ist halber Schmerz. Jetzt kommt sie schon. Deine Hochzeiterin. Was? Hochzeiterin? Ja, das schaust, hä? Die Geschichte ist nämlich die. Was für eine Geschichte? Die jetzt da kommt, nicht wahr? Der Peter und ich, wir haben. Das heißt also, wir möchten. Beziehungsweise wir hätten. Heiratst du oder heirat ich? Ich? Na, red auch selber, komm. Die einführenden Worte, die kannst du besser. Ach so, ja, ja. Alter. Schau, du gefällst mir und dem Juliander so gut, dass der Peter beschlossen hat, dich zu heiraten. Heiraten? Mhm. Doch. Ich schenke dir die Herz aus. Feigling! Also jetzt raus mit der Sprache. Was ist mit der Hochzeiterin und was ist mit dem Herz aus? Ja, schau mal, du gefällst uns so gut und wir haben uns so an dich gewöhnt, dass wir dich nicht mehr fortlassen möchten, nicht? Und damit du immer bei uns bleibst, haben ich und der Peter beschlossen, dass wir dich heiraten, nicht? Jetzt sind wir aber Zwillinge, jetzt hat jeder das gleiche Recht und da sind wir auf den Gedanken gekommen, dass wir dich mit dem Kartenspiel auslosen, nicht? Der, wo die Herz Ass kriegt, der muss dich heiraten. Der muss? Der darf heiraten. Es ist aber der Peter davon gelaufen, nicht? Hat er mir die Herz Ass da lassen, hm? Muss er dich in den sauren Apfel beißen. Und jetzt wollte ich dich fragen, ob ich ihnen genüge. Schließlich bin ich eine Bäuerin und kein Dienstmagd. Da hättest du euch aber auch einen anderen Spaziergang raussuchen können, als wie gerade zu uns rauf. Hey, haben bei euch die Dienstboten auch was zu reden? Ich schon, wenn's das wissen willst. Dich hab ich nicht gefragt. Das ist eine Scharfe, die Hauserin. Aber fein. In der ihre Truhen und Schränke sollt ihr einmal reinschauen. Die Wasch. Lauter Spitzen. Eine neben der anderen. Arsch, auf jetzt halt doch einmal deinen Mund. Aber langsam, gell? Sonst kannst du dir deinen Heiratsantrag selber machen. Ja, möchtest du heiraten? Ja, warum nicht? Allein ist im Himmel nicht schön. Einen von uns? Ja, das kommt drauf an, ob wir uns einig werden. Besondere Ansprüche stelle ich ja nicht. Wie lange ist jetzt dein Mann schon tot? 5 Jahre. Er wird froh sein. Ja, froh
was soll denn das heißen? Ich meine, der wird froh sein, dass er selig ist, ne? Du, hey, du bist der Jüngste, gell? Ja. Ja, was ist jetzt mit euch drei? Hat keiner schneit, das wäre eine Bäuerin, mit der man sich sehen lassen kann, gell? Ja, was läuft's denn jetzt alle drei davon? Wir schauen uns die Geschichte von der Weiden an. Das ist ja nicht so klein, sind da das Gläufe. Also, freundlich seid ihr, das muss man euch lassen. Habt aber gar keinen Grund zur Einbildung. Besonders sauber ist nämlich da nicht. Dass da eine Bäuerin fehlt, das sieht ja jeder. Du, gell? Bei uns ist feiner niemand, dem Dreck da stickt. Ja, von dem redet ja kein Mensch nicht. Die Hauslore meint, wenn sie da herum Bäuerin werden, dann schaut es noch anders aus, oder? Und das sollt ihr euch ernsthaft überlegen. So eine kommt ja nicht jeden Tag. Nicht? Stramm, sauber, gesund. Und der Geld hat ja, was möchtest du denn überhaupt mehr? He? Wir sind was Besseres gewöhnt. Und den Schaugang. Ja, bin ich dir vielleicht zu schlecht? Sei froh, wenn überhaupt eine reinheiraten mag in euren verwahrlosten Hof. Da kommt doch ein bisschen zurückhaltend. Ist aber ja, ein Streitverfänger. Ach, geh, ich bin doch nicht darauf gegangen, dass ich mir Grobheiten sagen lasse. Du wirst halt drumblieben. Also glaubst du es? So was Unverschämtes ist mir doch meiner Lebtag noch nicht vorkommen. Ja, was machst denn dann, du solche Sprüche? Ich lasse extra meine ganze Arbeit liegen. Für sowas. Du wirst am Sonntag rauf, da hättest du nichts versäumen. Ach. Ihr habt Besuch. Grüß Gott, Benner. Ja, wer ist denn? Gell? Das ist einmal eine anbrennende Kartoffelsuppe. Wieso anbrennt? Weil man es riecht. Ja, die muss ja so riechen. So. Ja, Pauli. Hast du heute zur Feier des Tages gleich gar einen Kuchen gemacht? Hä? Wo? So? Da ist doch das Mehlmus drin vom Kleinen. Oh, der Pauli, unser Chefkoch. Was? Schau her, dein Mehlmus schaut aus wie ein Kugelhupf. Das schafft's halt. Ich muss aber gleich denken, dass das nichts wird. Ja, was geben wir jetzt da dem Kleinen, wenn der aufwacht? Oh, muss halt Veronika was kochen. Ach, hör mal doch mit der auf, der hat ja keine Ahnung vom Kochen. Von der stammt ja das Rezept. Puh. Grüß Gott. Na, bist jetzt endlich da. Grüß dich. Hast du was ausgelegt beim Herrn Pfarrer? Ja. Ja, was denn? Was denn? Zur Redung schon. Na, hinsetzen werde ich mich noch dürfen, oder? Ja, jetzt sitzt und jetzt redet. Ja, also, der Herr Pfarrer hat sich die ganze Geschichte angehört und dann hat er mir einen guten Rat gegeben. Ja, was für einen? Den da. Grüß Gott, Bernd. No. Hat sich jetzt Dreht verschlungen? Grüß Gott. Wer bist denn du? Habt ihr es doch gerade gehört? Ich bin der gute Rat vom Herrn Pfarrer. No, was ist denn mit dir? Bringst du nicht einmal ein Grüß Gott raus? Geh weiter, gib mir doch einmal deine Hand. So ist recht. Hoffentlich werden wir gut Freunde miteinander. Mir zwei. Ah, mir vier. Wer ist denn der Bauer von euch? Alle drei. Ach so. Hoffentlich ist er auch recht, dass mich dein Bruder eingestellt hat. Ja. Ja, wir werden uns schon verstehen. Wo ist denn meine Kammer? Da. Ist recht, dann ziehe ich mich gleich um, damit ich heute noch ein bisschen was arbeiten kann. Aber das ist die Hauptsache, die habe ich bald vergessen. Wo ist denn der Kleine? Da. Da. Der Schlaf. Oh mei, ist der lieb. Den nehme ich gleich mit. Und wenn er aufwacht, dann tun wir baden und frisch anziehen. Ich glaube, der braucht's. Na, was sagst du jetzt dazu? Dass wir vergessen haben, das Kind zu baden. Okay. Ich meine doch die Dirnen. Also, ja. Du, da. Dankeschön.
auch mit. Aber hat denn der einen Zucker wieder? Grieß vielleicht auch. Ja. Ja, das muss schön verkochen. Dann will man da stehen zum Muselle für den Prinzen, gell? Ja, jetzt sei nur ruhig, komm, sei nur ruhig, komm, ja. Du kriegst den Muselle schon, schau. Du bist ja brav, Bobacki, gell? In 10 Minuten haben wir die Staatsmahlzeit fertig. Ja, jetzt sei nur ruhig, Jo, komm, schlaf, Kindlein, schlaf. Dein Vater ist ein Schaf. Weil ihm der Weg zur Wahrheit war. Ich glaube, ihr wollt das Kind nicht hergeben. Dass das geht, ist gar nichts an. Sag einmal, spinnst du? Ja, was soll denn diese blödsinnige Singerei bedeuten? Bleib, geh nicht so nah her, sonst erschrickt das Kind. Ausschauen tut's da herin, ausschauen. Natürlich, weil ich mich ja nicht rühren kann mit dem Malefizax. Und dafür der Teufel ausgerechnet dieses Kind auch noch her. Schau, Veronika, vielleicht ist mit dem Kind sogar der Segen Gottes ins Haus gekommen. Der möchte schon wissen, wie. Ja, das ist im Segen Gottes seine Sache. Hier geht's ja nur darum, dass du deine Ruhe hast. Nein, das komm, ich kenne dich doch. Um komm. Das geht's mir nicht, um die Ruhe, aber das musst du doch verstehen. In meinem Alter und bei meiner Gesundheit ist doch Kinder aufziehen kein Geschäft mehr. Ja, wenn ich noch jünger wäre, nicht? Ja, jetzt sei nur ruhig, du kriegst den Muselli schon. Du kriegst den Muselli schon. Trockenling wird er brauchen. Nein. Das habt ihr nicht. Ja, aber Veronika, mach die Augen zu. Der Bu ist männlichen Geschlechts. Schande. Teufel, du wirst da. Hätte die Jungfrau bald beleidigt. Ich bin neugierig, wann das Mus ein Mus wird. Grüß dich, Gott, Pauli. Grüß dich, Juliander. Was macht denn unser Kleiner? Der wird gerade von der Veronika trocken gelegt. Auwe. Das müssen wir auch noch lernen, du. Ja. Ich lass mir nächste Woche von der Hebamme einen Unterricht geben. Das kann was werden. Na, warum? Wo noch der Peter den ganzen Nachmittag ausbleibt, hä? Es ist schon 4 und der ist noch nicht da. Na, was sagst du jetzt dazu? Dass wir vergessen haben, das Kind zu baden. Okay. Ich mein doch die Dirnen. Ach so. Ja, Du! Da! Dankeschön! Schaftelhuber! Na, wenn sie schon das Kind tragt, nicht? Wie bist du überhaupt zu dir gekommen? Beim Herrn Pfarrer? Er möchte uns nicht einmal die Expedition von vorne erzählen. Lass dir doch nicht jedes Wort draus betteln. Also, der Herr Pfarrer hat sich die Geschichte von unserem Pindelkind angehört. Und dann hat er gesagt, das nächste Waisenhaus ist in der Stadt drin. Aber da wollen wir es doch lieber nicht hingeben. Und wenn schon eine Pflegestelle, warum denn nicht bei euch? Ihr seid wohlhabend, habt einen großen Hof, viel Platz. Ja, red sie leicht. Und für die Arbeit, da nehmen die euch noch eine junge Magd, die könnt ihr so auch brauchen. Und wer zahlt die? Oh, mir. Ach so. Dann hat er gesagt, er wisst doch ein anständiges Mädel, die zu uns passt und ihren Platz sucht. Dann hat er mich auch gleich hingeführt dazu und die Marerlein ist auch gleich mitgegangen. Was für Marerlein? Da, deine Kofferherrschaft. Und dann haben wir noch Kindswaschen und alles Mögliche einkauft. Haben über das Adoptieren und über das Taufen geredet und bis ich mir das recht überlegt habe, war ich mit der Dirn schon den halben Berg heroben. Ja, geistig warst du nie sehr schnell. Jetzt ist schon so, wie es ist. Da
Da lässt sich nichts mehr ändern. Peter, ich glaube, es war schon recht, so wie du das gemacht hast. Natürlich. Selbstverständlich. Und für die Maralins sind wir alle drei die Herren. Wir geben uns den Abt damit, reden nur, was notwendig ist, dann kommt auch keiner in einen falschen Verdacht. Und in keine eventuelle Versuchung. Hätte es vielleicht auf mich? Na, auf uns drei. Schaut's, was ich einkauft hab. Der Herr Pfarrer, der zwei kauft. Nein, 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 ich, da pass auf. Da, ja, oh, nein, oh, schau. Oh, was? Was würdest du denn sagen? You younger. Das ist für ein schönes Spiel. Das ist doch kein Spiel, du dummer Kerl. Das ist doch die reine Wahrheit. Marilyn, ist das wahr? Ja. Dankeschön. Du, ich kann dir gar nicht sagen, wie gern, dass ich dich hab. Du hast mir's auch nicht gesagt. Aber Gott sei Dank, jetzt sind's raus, die paar Wörtel. Weißt du was? Jetzt pfeife ich auf den Hof und pfeife auf mein Erbteil und wir zwei gehen fort. Magst du? Und dass wir nicht verhungern, dafür sorge ich schon. Julianda! Ich tue ja alles, was du sagst. Aber stell dir vor, wenn ich jetzt nicht geredet hätte. Das darf ich mir gar nicht vorstellen, Marilyn. Peter! Schau her! Der Julian, da frisst unser Brautzahn. Ja, es ist. Geh, ihr seid uns nicht böse. Sind wir böse? Hm. Also, ich sag's euch gleich ganz ehrlich, ich verzichte auf mein Erbteil. Marilyn und ich, wir gehen woanders hin und ihr zwei könnt den Hof behalten. Was stellst du da für einen Mist daher? Du kannst doch da bleiben, wenn du die Marilyn heiratest. Wirklich? Ja. Geh, Peter. Na, natürlich. Selbstverständlich. Ach, Pauli, dafür kriegst du einen Puzzle. Das wird das Letzte gewesen sein in meinem Leben. Lass dir von der Veronika eins geben. Ja. Mach mal mit der Herz aus. Gib's ihm. Nas, was sagst du, Marilyn? Ha? Hat mein Medizin geholfen? Geholfen hat's, aber schwer ist gegangen. Du, Marilyn, mir ist ein bisschen schwindelig. Ich glaube, ich muss am Fisch. Da musst du gar nichts denken, Marilyn. Sein Vater hat sogar am Hochzeitstag ein ganz schönes Reischel gehabt. Das liegt in der Familie. Du, gell, Veronika, nix gegen unsere Familie. Die ist bärenmäßig prima. Ja, ihr seid drei Bären. Drei liebe, gute Tanzbären. Drei Eisbären. Ja. Jesus, komm, geh weiter, geh mal raus. Hast du es gesehen? Die Jugend, die hält nichts aus, gell? Sind wir aber billig zu einer Feierin gekommen. Und hat so gefährlich hergeschaut. Also was, Peter, wenn ich dich so anschaue. Hast du das gehört? Wir zwei schlafen den ganzen Tag. Schau, Marilyn, da habe ich dir was mitgebracht. Mei, das freut mich aber, Julianda. Dankeschön. Nichts zu danken. Die sind aber wirklich besonders schön. Wir sind von der gleichen Wiese wie die unsere. Ja, ja. Natürlich sind es alle drei schön. So, ich bin jetzt fertig. Wollt ihr ein Vesper? Nein, nein, Dankeschön. Hunger habe ich keinen. Ich auch nicht. Und der Julianda? In seinem Alter lebt man sowieso von der Luft und von der Liebe. Dann hole ich euch jetzt einen Krügel Wein rauf. Den habt ihr euch halt schon verdient. Nein, nein, das braucht ihr. Ihr werdet jetzt trunken, wer arbeitet, muss auch essen und trinken. Nein, aber nicht am Werktag. Kein Widerspruch. Wo ich recht habe, habe ich recht. Da
Da riecht's nach Pantoffeln. Aber nach keinem hölzernen. Nach einem Sammertweichen. Das hast du aber schön gesagt. Du hättest es bloß halb so rausgebracht. Also ich komme mir gerade so vor wie in einer Wirtschaft. So bedient wird man doch. Was anders ist jetzt schon wie früher. Ja. Jetzt ist doch genau wie seinerzeit, wie die Mutter noch gelebt hat. He? Genau so. Vielleicht noch schöner. So, da ist der Wein. Prost. Ich setz mich mit dem Kleinen ein bisschen im Garten aus, damit ein Zug kommt. Lasst euch ein Wein gut schmecken. Ich beobachte, dass du dir den Hals nicht auskegelst. Schenk ein. Schenk doch du ein. Ja, schafft's eins, ihr zwei einrissige Lurden. Nächstes Jahr dürfen wir gleich einen Zentner Blumensamen kaufen. Ja. 33 Pfund sind dann für dich. Die Marilyn hat mir gerade gesagt, dass ihr schon Feierabend gemacht habt. Ja und? Passt dir nicht. Ach, was dummes Geschwätz. Na, trink. Wird dir nicht schaden. Na, gewiss nicht. Super, Sommer. Ja, der Antruber. Genau wie versprochen. Ich hab bloß die vorige Woche nicht kennen. Und da ist die bewusst. Jetzt geh weiter, Haslerin. Tritt vor, lass dich anschauen. Ja, kümmere dich doch nicht um mich. Ich weiß doch selber, was ich zu tun hab. Grüß Gott, Benannt. Grüß Gott. Was willst du mit der? Jetzt schaut es erst einmal an und dann denkt an das schöne Bibelwort. Und da gingen ihnen die Augen auf. Hoffentlich. Und jetzt zurück zusammen und geh weiter, Haslerin. Setz dich dazu.